Hey, I want to welcome everybody to Wrestling Talk Radio. This is Terry Funk here, King of the Texas Death Matches, Hall of Famer for WWE and every other Hall of Fame in the world today. But listen, I love the Hall of Fame radio station, and that's a wrestling talk show. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu unserem Rückblick zu New Japan Pro Wrestling Sakura Genesis. Wir hauen hier eine New Japan Show nach der anderen raus. Liegt einfach daran, dass die Liga uns auch mit Shows um die Ohren ballert, wie verrückt aktuell. Wir haben uns gerade mal den Plan angeschaut für April und Mai. Da kommt noch einiges auf uns zu, diverse Shows, die teilweise auch wichtig sind wegen Titelmatches. Auf die gehen wir gleich ein. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen, und wie eigentlich meistens mit am Start ist der Alex. Hi Alex. Ja, hallo Sven und hallo die Dame, Nicole. Gute. Gute Nicole. Direkt übergeleitet. Schön wieder mal hier zu sein bei euch im New Japan Podcast. Nicole, haben wir uns dieses Jahr eigentlich schon mal gehört, ihr beide? Online hier? Ich glaube nicht, nee. Na dann, frohes Neues, ne? Ah, frohes Neues. Hast du Weihnachten gehabt und so? Ah, war voll geil. Also, Ostern. Also vor zwei Wochen habe ich hier noch Schnee geschippt, ja. Fasching und... Nee, ja. Ohne Witz, also ich habe wirklich vor zwei Wochen hier noch Schnee geschippt. Ich auch. Also... Nee, hier nicht. Vor zwei... Nee, hier gab es nur ein bisschen Regen wahrscheinlich wieder mal. In der Stadt, da ist das nicht so dolle mit dem Schnee. Bei Matze ist immer noch weiß alles. Ja, aber das kommt von dem ganzen Koks, was er da oben verteilt hat. Hier, der eine Partylöwe, der bereitet sich ja gerade vor auf sein WrestleMania-Wochenende mit den Jungs, die ihn da besuchen. Da muss er fit sein. Ja. Der ist halt ein guter Gastgeber, unser Matze, ne? Und da hat halt hier mal das Feind zum Feinen bereitgestellt. Grüße an der Stelle. Ja, Christoph Daumen lässt auch grüßen. Ja, der ist wahrscheinlich auch eingeladen. Während wir drei heute über Sakura Genesis reden, ist eben jener Matze zusammen mit dem Stefan, dem Willi, dem Jan und dem Leo beschäftigt, jetzt dann die Opening Bell zu WrestleMania aufzunehmen. Das heißt, ihr wisst jetzt eigentlich auch genau, wann wir hier aufzeichnen, nämlich am 5. April. Rauskommen tun wir hier am Montag darauf. Heißt unmittelbar nach WrestleMania, aber auch dann könnt ihr gerne nochmal in die Opening Bell reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bin ja auch manchmal so ein Spinner, der sich Previews anhört, nachdem die Shows gelaufen sind, und ist dann eigentlich auch mal ganz nett, immer so eine Perspektive drauf zu haben, was die Leute sich da vorher für Gedanken machen, nur um dann genau nichts zu bekommen. Ich mache das aber auch ganz gerne, außerdem ist es dann immer witzig, wenn es nämlich nicht hinhaut. Dann, ne? Eben. Alle so schön getippt haben und du hörst dann mit zu und denkst dir, ja, klar. Genau, wird nie passieren hier. Brock Lesnar gewinnt gegen den Undertaker. Ja. Wer ist denn so bekloppt und buckt so einen Scheiß? Ja, aber das ist heute nicht unser Thema, obwohl der gute Brock Lesnar ja auch schon Teil war bei New Japan, der auch schon Gürtel gehalten hat. Wir schauen uns allerdings den aktiven Kader an. Sakura Genesis, die Karte nach Strong Style Evolve, die Karte nach dem New Japan Cup. Frisch aus der Sumo Hall in Tokio, die fast ausverkauft war. Kevin Kelly meinte, sie haben ungefähr 100 Karten nicht verkauft gehabt. Kann man wieder mal als Erfolg werten, weil es sind auch schon wieder fast 10.000 Leute in der Halle. Mhm. Ja, ich hätte von euch beiden gerne mal so ein kleines Mini-Fazit vorweg, Alex. Ja, das war wieder eine solide Nummer, muss man sagen, nachdem sie jetzt bei Strong Style Evolved schon eine schöne Show auf die Beine gestellt hatten, war ja dann jetzt eine Woche später direkt Sakura Genesis, und da haben sie auch wieder eine schöne Karte zusammengestellt. War vielleicht jetzt nicht das Top-Notch-Level, was man vielleicht von New Japan kennt, aber waren wieder meiner Meinung nach zwei wunderbar starke Matches drauf. Da reden wir später nochmal ausführlich drüber. Ansonsten bin ich starke Midcard, schöner Opener mit den Bucks, also Stories wurden weitergeführt, neue Stories wurden angefangen, also war wieder eine sehr runde Nummer, also wieder mal qualitativ hohes Wrestling hier aus Japan. Vor allem auch wieder mit dem gewohnten englischen Kommentar mit Kevin Kelly, Don Callis und Rocky Romero. Danke. Nachdem Don Callis auch keine Fragen zu Strong Style Evolved beantworten konnte, da er da nicht dabei war. Nicole, wie hat dir die Show gefallen?
Gegenüber jetzt der vorhergehenden Show, eigentlich haben mir beide Shows sehr gut gefallen, weil immer Matches dabei sind, die einen schon interessieren halt. Also es gibt immer so, wie Alex auch gesagt hat, es gibt immer gute Matchpaarungen, es gibt immer gute Matches. Und das Wrestling steht ja hier bei New Japan nun mal halt im, ja, im Vordergrund. Und man weiß, dass man immer ja, top-notch gute Matches halt oder auch besonders Meltzer-mäßige 5-Sterne-Matches da bekommt. Und hier war ich auch sehr zufrieden mit den Stories, die weitergegangen sind. Mir gefällt es ganz gut, was man aus dem, wie wir ja mal früher immer noch vor längerer Zeit gesagt haben, toten Bullet Club jetzt wieder so gemacht hat. Also man hat eine große Story und da gehen lauter Fäden auseinander und da werden auch einige Sachen passieren mit Bullet Club und Young Bucks und Cody und Kenny und bleiben Kenny und Ibushi zusammen. Ja, alles ist mit dabei, auch ja, die Junior Heavyweight Division ist auch mittlerweile sehr gut besetzt, weil wir ja gesagt haben, auch immer Kushida raus. Und jetzt mit Osprey und schade, dass es halt mit Ray vorläufig erstmal nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, gute Matches auf der Card und viel Story und ja, alles gut, würde ich mal sagen. Manche schütteln wieder den Kopf und sagen, ja, bei New Japan ist immer alles gut. Ja, ist es. So, was habt ihr jetzt davon? Na? Ja, da springe ich gleich mal rein. Nicht alles ist gut, da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber viele. Ja, aber so das Nerd-Herz müsste gerade aktuell ja richtig aufblühen bei New Japan. Ja. Weil ja gerade hier die ganzen Marvel-Fans mit ihrem Civil War und dem anstehenden Infinity War eigentlich hier super bedient werden müssten, nachdem wir den Civil War jetzt im Bullet Club haben. Ist halt wirklich eine sehr ähnliche Story und ich würde sagen, wir starten auch direkt damit rein in die Show. Wir haben nämlich direkt hier einen Civil War im Bullet Club Match. Die Young Bucks mit ihrem zweiten Tag Team Match in der Heavyweight Division gegen Chase Owens und Yujiro, also Teammates, in Begleitung von Muffin Ass Peter. Sehr zur Freude von Don Callis. Sehr zur Freude von wahrscheinlich jedem männlichen Zuschauer. Mhm. Und ja, Nicole, du darfst gleich mal anfangen. Ja, halt, da haben wir auch wieder die kleine Story. Was macht der Bullet Club untereinander? Ja, also Young Bucks und ja, Chase Owens ist ja auch so jemand, der die ganze Zeit auch mit Omega doch eher zusammen gewesen ist. Aber gut. Ja, gezwungenermaßen. Alle vier, ne? Ja, gezwungenermaßen, aber doch, glaube ich, nicht unglücklich darüber. Er hat ja also eine Basketballwette verloren. Ja, stimmt, es war die Basketballwette, aber ich glaube, innerlich hat er sich gedacht, lieber bei Omega als bei dem blonden, gefärbten, ringküssenden Mann. Das Match war okay. Es hat mir auch ganz gut gefallen eigentlich. Und die Bucks, ja, meine Güte, es ist nun mal das Tag-Team weltweit, würde ich mal mittlerweile sagen. Was für gute bis sehr gute, bis herausragende, bis durchgeknallte Matches bekannt ist. Und man kann sagen, was man will, aber die Jungs sind eigentlich, denke ich mal, das Team, was so an sich von keinem momentan mehr so irgendwie einholbar ist. Also die machen beide ihren Job so gut. Das ist unglaublich eigentlich. Deswegen, ja, kann ich sagen, das ist eine gute Zeit für das Match. 10 Minuten knapp. Und ja, Pack schlägt sich und Pack verträgt sich. Hat man ja zum Schluss gesehen. Man schüttelt sich die Hände und ja. Denkt mal, da passiert erstmal nicht mehr so viel. Erstmal weiß ich nicht. Also, ich denke mal,
Und Takahashi werden sich halt noch irgendwo anschließen, aber ich glaube nicht Cody Rhodes, vermute ich mal. Ja, müssen wir mal abwarten. Ja. Ich würde mal da kurz reingrätschen, weil du es gerade gesagt hast, es war ein gutes Match. Es war auch nicht mehr als ein gutes Match, aber es sollte auch nicht mehr sein, weil du musst bedenken, was die Bucks letzte Woche für ein Match hatten gegen die Lovers. Ja. Und was die Bucks in der nächsten Woche am WrestleMania-Wochenende für ein Match haben werden, da ist es ja dieses Six-Man-Ladder-Match. Und da kann man ruhig auch mal eine Woche in Gang zurückschalten, denke ich. Ja. Was mir an dem Match gerade bei den Young Bucks richtig, richtig gut gefallen hat, ist, dass wir jetzt gar nicht mehr so über das Tag-Team der Young Bucks sprechen müssen, sondern dass wir tatsächlich auch den beiden Wrestlern Matt Jackson und Nick Jackson individuelle Stärken mittlerweile anziehen kann. Mhm. Also Matt Jackson ist halt hier voll im Schauspiel und Selling-Modus und Nick Jackson kam dann irgendwann mal rein mit einem Hot-Tag und hat irgendwelche Karate-Kicks ausgepackt. Und ich glaube, Kevin Kelly hat es auch am Kommentar erwähnt, das sind absolute Parallelen zum Rock'n'Roll Express mittlerweile. Matt Jackson ist der Ricky Morton und Nick Jackson ist der Robert Gibson. Ja, und, kommt hin. Und in dem Moment, in dem er das ausgesprochen hat, habe ich mir gedacht, ja verdammt, du hast so recht, weil genau das ist das, was die beiden gerade eben seit Monaten jetzt leben. Matt Jackson zählt den Rücken, Matt Jackson bekommt die ganzen Prügel ab. Das haben wir ja im Strong Style Evolve Podcast ja auch gesagt, dass er da eine halbe Stunde lang im Match war und ordentlich kassiert hat. Eben wie ein Ricky Morton. Und mittlerweile ist auch relativ deutlich erkennbar, dass es für die beiden doch schon eher in die Babyface-Richtung geht. In meinen Augen. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass Chase und Yujiro jetzt auch nicht wirklich mega heelisch agiert haben, außer am Anfang, nachdem sie direkt nach einem Handshake attackiert haben. Aber irgendwo muss man ja einen Benefit rausholen, ne? Ja. Ansonsten grundsolides Match aus meiner Sicht und kann man sich angucken, war ein schöner Opener und die Bucks haben ihren ersten Sieg in der Heavyweight-Division. Alex, wo stehst du? Schließe mich da an. Was mir bei den Bucks so gefällt, die zeigen halt jetzt wirklich, also ihren ganzen Hatern zeigen sie eigentlich jedes Mal den Mittelfinger, weil es hieß ja die Young Bucks, die Flippy Guys und die Meme Bucks und was es da alles für Spitznamen gibt und ja, und ich meine, die Bucks, dass die in sozialen Medien viel unterwegs sind und sich das Zeug auch alles durchlesen, ist ja bekannt und jetzt zeigen sie halt einfach, dass sie einfach mehr können. Jetzt fangen sie dann eben mit Submission Wrestling, sie beenden jetzt ihre Matches jetzt auch wie in dem Fall, jetzt mit dem Sharpshooter, Matt Jackson an Chase Owens und Chase Owens hat abgeklopft und sie fangen halt Storytelling zu betreiben und wrestlen rote Fäden und ich glaube, diesen Rock'n'Roll Express Vergleich, ich glaube, es gibt bei Pro Wrestling Tees auch, glaube ich, einen Rock'n'Roll Express Young Bucks Version, glaube ich. Ich glaube, irgendwie sowas. Also, ja, das kann mich erinnern, stimmt. Ich glaube, da gibt es irgendwas. Also das spielt ja auch voll auf. Und da hat auch Kevin Kelly, oder Don Kelly, wie er jetzt auch gesagt hat, genau recht damit. Und es ist wirklich interessant, was die Bucks machen. Und für mich treten die auch komplett als Face auf. Also überhaupt alle, ich habe es ja im letzten Podcast bei Strong Style Wolf mal angesprochen, mit diesem OG Bullet Club und diesem neu formierten Bullet Club um Cody rum. Und ich glaube, dieser OG Club ist ja eigentlich der um Kenny Omega eben, mit den Bucks irgendwo und eben bei den Originals, also auch Tangaloa und also Tamatonga und eben jetzt auch ein Yujiro, die treten alle ziemlich facig auf. Alle, die gegen Cody antreten und Hangman Page und meinetwegen noch Smarty Skrull, der ist momentan eher ist nicht auf der Cody-Seite, treten alle eher als Face auf und die bekommen auch Face-Reaktionen. Also da will man wirklich scheinbar zwei Lager etablieren und das eine ist halt das Face-Lager um Omega und das andere ist halt um Cody das Ziel-Lager. Also das ist wirklich eine interessante Story, die man hier führt und jetzt hat man hier eigentlich alles ja Originals gegeneinander gemacht. Also eben, gut, Chase Owens ist ja auch ein ziemlich lang beim Bullet Club, den zähle ich auch eher zu den Originals und die Bucks sowieso und Yujiro auch und am Ende gab es halt einen Handshake und es war ein rein sportliches Match. Alle haben sich wieder lieb und dann geht man eben auseinander. Im Vergleich zu Strong Style Evolve, wo du halt eben G.O.D. hattest gegen Skrull und Shirl, Entschuldigung. Skrull und Cody, da ging man halt dann eben nicht mit einem Handshake auseinander, sondern da war es halt klipp und klar. Wir stehen nicht auf deiner Seite, Cody, und da gibt es keinen Handshakes am Ende. Und deswegen ist es wirklich interessant, wie man diese Matches bookt. Also
Ich bin da echt, wenn ich auf der Karte schon mal lese, auch wenn die echt unbedeutend sind, die Matches, wenn man so, liest, ja, Bucks gegen Yujiro und Owens, irgendwie ist halt trotzdem diese Storyline im Hintergrund und da muss man immer gucken, was passiert da, gibt es da wieder Zwistigkeiten oder geben sie sich die Hand, also es ist immer einfach, du musst schon aus Prinzip diese Matches gucken, um einfach diese Storyline weiter zu verfolgen. Ja, dafür war das Match auch wirklich halt ja, und für den Opener, nach dem letzten, ne? Ja, und für den Opener einfach solide und Bucks im Opener eigentlich nie schlecht, die ziehen ja immer Reaktionen und hat gepasst, also was immer mehr. Ja. Und ich möchte an der Stelle auch einfach nochmal festhalten, weil wir es gleich beim letzten Mal nicht gemacht haben. Meine Meinung zu Chase Owens ist gerade dabei, sich ein bisschen zu wandeln. Oh. Also gerade in den letzten Wochen, so seit Honor Rising, also so gut 6 Wochen jetzt ungefähr, gefällt mir der Kerl immer besser. Also er ist körperlich immer noch ein bisschen wabbelig und so. Aber er hat eine gute Chemie mit Omega und mit Ibushi. Während jetzt Omega auf der Tour ja nicht mit bei war, hatten wir halt auch Owens und Ibushi öfters als Tag-Team. Allein die Kombination, wenn du die beiden eben nebeneinander siehst, diesen drahtigen Ibushi und dann den so leicht speckigen Chase Owens, der so ein bisschen schmierig noch rüberkommt. Ja, also der hat auch eine gute Heat und gerade in diesen Matches bei Honor Rising, da hat er auch wirklich gute Face-Pops bekommen an der Seite von Kenny und Kota und gegen Cody und so weiter. Und das war schon ganz nett anzusehen. Und vielleicht kann er mich doch überzeugen noch. Ja, ist halt solide. Also man sieht halt auch echt keinen Scheißdreck oder so von ihm. Also. Ja, und man hat es halt auch konsequenter gemacht, weil es in diesen ganzen unbedeutenden Tag-Team-Matches hat er halt auch Siege dann eingefahren mit seinem Package-Pile-Driver. Und dann haben sie ja dann hier auch in diesem Match hier angeteased, dass er den Package-Pile-Driver gegen Matt Jackson ansetzt, der mit seinem Rücken sowieso vorgeschädigt ist. Und da ist auch der Kommentar sofort darauf angesprungen und gesagt, wenn er den jetzt durchzieht, ist das Match zu Ende. Und ja gut, ich meine, das wäre wahrscheinlich auch der erste und einzige Piledriver gewesen an dem Tag, bei dem das Match danach zu Ende gewesen wäre. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Aber wie man hier gerade Chase Owens in den letzten Wochen darstellt, das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Ich würde sogar nochmal einhaken, ich würde auch auf Yujiro nochmal kurz eingehen. Der hat nämlich ein fantastisches Match beim New Japan Cup gegen Juice Robinson gehabt. Das war eines der besten Matches in letzter Zeit. Also wenn Yujiro in Singles-Matches momentan unterwegs ist, liefert der ziemlich ab. Er hat auch ein geiles Match gegen Barretta gehabt vor ein paar Monaten. Also mir gefällt Yujiro inzwischen auch. Der steigert sich jetzt auch irgendwie. Also der ganze Bullet Club irgendwie profitiert momentan. Die haben irgendwie alle richtig Bock. Und irgendwie die treiben sich bei also ein bisschen so zu Höchstleistungen hoch langsam. Ja gut, jetzt kommt halt endlich mal Bewegung rein. Das heißt, also ja. Auch alle Wrestler, alle, die halt im Bullet Club sind oder waren, können natürlich jetzt auch endlich mal wieder ja einen Schritt nach vorne machen, auch im Charakter. Ja. Halt, das sieht man halt auch bei den Young Bucks ganz, ganz, ganz deutlich eigentlich. Auch wie du jetzt gesagt hast bei Chase Owens, halt, er kann ein bisschen mehr Charakter entwickeln und kann ihn jetzt auch mal festigen und stellt halt auch die Stellen halt wirklich mal was dar. Ne, und das, jetzt gibt es endlich mal eine Geschichte drumherum. Das macht das Ganze halt dann wieder etwas sehenswerter und nicht mehr so langweilig dann halt in dem Moment, ne? Wenn du immer nur siehst, alle kämpfen gegeneinander, aber okay, es gibt keine Story, es gibt keinen Twist, es gibt gar nichts. Ja. Gut. Dann wird das halt immer ein bisschen öde. Dann möchte ich nochmal den Ball zum Alex zurückspielen, weil du eben Yujiro gerade erwähnt hast. Da gibt es auch ein ganz grandioses Interview von ihm nach der Niederlage gegen Juice beim New Japan Cup, wo er wirklich verzweifelt Backstage geht und sagt, sag mal, warum gewinne ich nicht mehr? Weißt du, er ist den Tränen nahe und sagt, was ist denn hier los? Ich verliere die ganze Zeit. Das hier ist mein Job, hier hängt meine Existenz dran, aber ich kann mich hier nicht drauf konzentrieren, weil ich eben noch den anderen Job habe als Pimp. Ja? Und wie du es gerade sagst, Alex und auch du, Nicole, wir haben Charakterentwicklungen, die angeteased werden, also mindestens angeteased, teilweise eben auch schon gelebt werden, von den diversesten Mitgliedern im Bullet Club und ich denke gerade eben deswegen auch, weil da eben wieder Bewegung drin ist in der Gruppierung, die wir jetzt über, ich sag mal, 1,5 Jahre stagnieren sehen haben. Und jetzt ist halt wieder ein bisschen Spotlight drauf und dann sind die Leute halt vielleicht auch wieder etwas motivierter an sich zu arbeiten, ein bisschen doch nochmal einen Gang hochzuschalten. Ja.
Frage, Yujiro, vielleicht Kandidat, wenn es vielleicht eine kleine Storyline jetzt wird um Yujiro, vielleicht ein Kandidat mal wieder fürs 16 Karat, wollte ich schon sagen, fürs G1, für den G1? Ich habe mir am Wochenende zufällig gerade Gedanken gemacht. Es wird ja ein paar Kandidaten geben im Vergleich zum letztjährigen Teilnehmerfeld, die dieses Jahr nicht mehr dabei sein werden. Eben. Sowas wie Nagata, der seine Karriere beendet hat für den G1. Kojima fällt verletzungsbedingt aus. Ich sehe Taichi nachrücken auf alle Fälle. Taichi, das ist auch so der Knaller schlechthin in letzter Zeit. Wen hatte ich noch auf der Kette? Ich habe eben immer noch einen Kushida auf der Kette. Ja, der ist momentan wieder heiß bei mir. Ich bin mir noch nicht sicher, wen ich weichen sehe, damit ein Cody reinkommt, weil ich sehe definitiv einen Cody Rhodes, also oder einfach nur Cody im G1 dieses Jahr. Wobei, man muss halt gucken, ob Ring of Honor ihn für 4 Wochen abgeben kann. Ja, das ist. Aber das ist dann eben. Cody wrestelt ein G1, das würde, glaube ich, das hat auch sich keiner träumen lassen, wenn es so kommt. Halt, das ist halt mega bekloppt, ne? Wenn man sich das anhört, einfach so per se. Aber eigentlich wäre es ein logischer Schritt. Es wäre aber auch sogar ein Hangman Page eigentlich ein logischer Schritt. Der wird ja auch, dann auch ziemlich gepusht. Der steht jetzt dann auch wieder im Main Event von der ersten Don Taku Show gegen Omega, glaube ich. Moment. Jay White müsste dann noch theoretisch in G1 mit dabei. Juice Robinson muss eigentlich auch wieder mit dabei sein. Ja, du hast theoretisch eben die beiden Leute aus der KES. Da muss man sich wirklich schon mal Gedanken machen, wer dann im Vergleich zum letzten Jahr wegfällt. Da sehe ich dann zum Beispiel, so leid es mir tut, aber einen Yoshihashi mittlerweile als Wackelkandidaten. Ja. Ein Tamatonga als Wackelkandidaten. Wobei ein Tamatonga da wieder auf einer anderen Ebene spannend wäre, um diese ganze Civil War-Geschichte weiterzuführen. Also wenn du den Cody, ein Tamatonga und einen Kenny Omega im G1 drin hast, der praktisch die Anführer der drei Untergruppierungen, sage ich mal, plus dann eben noch Farley und mal gucken, also ein Kota Ibushi wird wohl auch mit bei sein. Da kann man einiges an Potenzial diesmal reinstecken und Storytelling eben auch betreiben. Und ja, ich freue mich schon. Und ich wiederhole mich einfach an der Stelle zu dem Vergleich, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir am Schluss Kenny Omega und Kota Ibushi in der gleichen Gruppe haben. Und das ist so eine richtig tränengetriebene Schlacht am letzten Turniertag wird. In dem das Block. Macht nichts. Alex und ich, wir gehen vorher einkaufen, holen uns mindestens 10 Wagen voller Taschentücher. Und 2 Eimer. Nee, ich habe dann, wenn es wirklich so sein sollte, letzter Tag Omega gegen Ibushi im Block A oder B, wie auch immer, gut, logischerweise, wir haben Block B, gehe ich eigentlich fast hundertprozentig davon aus, dass dann Kota Ibushi, also wenn es dann wirklich um Sieg geht, dann im Finaleinzug, sehe ich dann wirklich Kota Ibushi, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich Omega 3-mal am Stück ins G1-Finale bucken. Das wäre vielleicht etwas too much für den guten Omega, deswegen Omega, ich würde noch mehr feiern, wenn Omega gegen Ibushi im G1-Finale wäre. Aber ich denke, das ist dann ein Thema, was wir dann vielleicht schon im Wrestling Dontaku Podcast, spätestens im Dominion Podcast besprechen können, weil ich denke, dann sollten die Blöcke bekannt gegeben werden. Weil wir haben ja dieses Jahr nicht so die Hängepartie mit einem Tanahashi, wo er wie letztes Jahr eben bis zur letzten Sekunde gewartet worden ist. Ist er fit für ein G1 oder nicht? Ist ja eigentlich egal, weil er tritt ja sowieso an. Eben. Egal, ob er fit oder nicht. Wir wissen Bescheid, er ist nicht fit, er macht trotzdem mit. Eben. So. Nächstes Match. Jawohl. Ist dann nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich nichts Gutes tatsächlich, also richtig, ich möchte sogar sagen, schlechtes Match auf einer New Japan Card. Tomohiro Ishii und Toru Yano gegen Taichi und Takashi Iizuka mit dem schlechtesten gemischten Theme aller Zeiten. wo Taichi, der immer so schön sein Karaoke macht beim Entrance, jedes Mal im Endeffekt Off-Guard erwischt wird, wenn die Musik von Iizuka reinblendet und er dann ganz schnell das Mikro wegnehmen muss vom Mund. Und das war wahrscheinlich sogar noch das Beste von dem ganzen Match. Abgesehen davon, dass Ishii irgendwann Iizuka in den Kopf beißt. Ansonsten ganz, 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 ganz schlimmes Match, Alex. Ja, das ist auch
also mein erster Punkt eher, was ich mir aufgeschrieben habe, nicht viel Wrestling und so war es halt auch. War auch irgendwo vielleicht zu erwarten, es tut mir halt auch mit dem Ishii ein bisschen leid, dass der so ein guter Wrestler muss ja in solchen Tag-Team-Matches dann rumhauen. Naja, 7 Minuten haben wir auch irgendwie rumgekriegt, war wieder typisch Sugikun-mäßig am Anfang, wieder vor dem Ringgong attackiert und ja, am Ende gab es halt einen Einroller von Yano gegen Iizuka zum Sieg für Chaos und mehr war es auch nicht und nee, mehr Wörter wäre schon zu viel. Übrigens hat sich Kelly, um Gottes Willen, Kevin Kelly noch drüber echauffiert. In Japan. Wahrscheinlich nicht halb so gute Sachen wie Kevin Kelly. Der hat sich doch tierisch drüber echauffiert, dass Suzuki-Gun vor dem Ringgong angreifen und Don Callis. Ja, wer hätte das erwartet, ne? Ja, Alex möchte keine Worte mehr verlieren. Nicole, hast du Worte zum Verlieren? Ich hab auch nochmal auf meinen schlauen Zettel geguckt, aber ich hatte aufgeschrieben, ich habe das Match gesehen. Aber ich weiß nichts mehr. Ja, ich weiß, deswegen, da ist es, ich muss bei Taichi, ich glaube, das geht bei mir schon seit einem halben Jahr, dass ich das übelst gehasst habe eigentlich, wenn er damit reingekommen ist. Und jetzt finde ich es voll gut andauernd, seit einem halben Jahr. Und ich weiß nicht, was das soll. Das ist wie so ein kranker Ohrwurm, weißt du? Irgendwann ist er in deinem Kopf und du kriegst ihn nicht mehr raus. Und immer wenn dieses Lied anfängt, so ganz schlimm. Mhm. Also das Team ist mittlerweile ganz gut, aber das Wrestling war jetzt nicht ganz so doll, nee. Ja. Ich meine, wenn du die Teilnehmer anschaust, du weißt auch genau, was du bekommst. Der von Iizuka, ja. der macht nichts anderes mehr als beißen. Taichi mogelt sich halt durch, Yano macht Yano-Sachen und Ishii ruht sich aus für einen Climax. Aber ich muss so sagen, ich hab hier den letzten Podcast leider noch nicht gehört, aber Taichi gegen Tanahashi, also muss bei euch eigentlich auch einen guten Kommentar bekommen haben, oder vermute ich mal? Ja, oder ich sag mal so, Taichi gefällt mir als Heavyweight. Ein sehr gutes Match eigentlich, oder? Ja, er gefällt mir als Heavyweight deutlich besser als Junior Heavyweight. Das passt einfach besser zu seinem Stil. Ja. Da kann er einfach mehr seine Stärken ausspielen. Ja, für einen Junior Heavyweight ist er halt einfach zu langsam, zu behäbig, zu bullshittig. Mhm. Das passt mit dem Heavyweight-Stil schon besser. Und mittlerweile ist auch die Gruppierung Suzuki-Gun ein bisschen besser aufgestellt damit, weil sonst waren es ja immer nur Minoru Suzuki und 30 Juniors außenrum. Und jetzt hat er halt auch ein paar Heavyweight-Leute als Verstärkung, als Backup, mit denen er halt auch glaubwürdig Leute verkloppen kann. Was ich mir noch gedacht habe, Toru Yano und Takashi Iizuka, die ja früher mal ein Team waren, die sich ja, ich glaube, Ende 2014 oder so gesplittet haben, sind seitdem immer wieder aufeinander getroffen und machen seitdem in jedem Match, in dem sie aufeinander treffen, immer genau die gleichen Aktionen. Ja, also wir sehen im Jahr 2018 das gleiche Yano-Iizuka-Match wie im Jahr 2015. Und Alex, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, never change a winning concept, ne? Ja, man bleibt seinem Level treu und zieht es halt wahrscheinlich noch die nächsten 10 Jahre durch. Wir haben also ja im letzten Podcast schon erzählt, ich wie lange. Ich freue mich jedes Mal, ne? Wenn Yano Iizuka am Bart packt und der Referee zählt ihn dann 1, 2, 3, 4. Und holt den Arm weg. Ja, Kindergarten halt. Kindergarten, ja, ein bisschen Spaß muss sein halt. Ja. Das ist halt wirklich dann, glaube ich, auch so ein Fun-Match, so um die Leute ein bisschen aufzulockern. Ja, ich denke, es ist halt wirklich hier ein bisschen Ausruhen. Japaner auflockern ist auch witzig. Ja, okay. Ausruhen für Ishii und ja. Wäre natürlich schöner, wenn er in relevanten Matches wäre. Allerdings, naja, man hat ja bei Strong Style Evolved so ein bisschen was angeteased und nicht bei Strong Style Evolved, bei Doch, war Evolved, ne? Doch, stimmt schon. Bei dem Tag Team Match, ja. Genau, mit Mizu. Und da ist jeder Tag, den er sich ausruhen kann, vorher wichtig. Ja. Ja. Und ansonsten waren es 7 Minuten, über der ganz schnell abhaken können. Richtig. Never Openweight Six-Man Tag Team Title Match. Der Bullet Club. Bad Luck Fale, Tama Tonga und Tangaloa verteidigen gegen Michael Elgin, Ryusuke Taguchi und Togi Makabe. Ja, grundsolides Match, würde ich sagen. Nicole. Ja, kurz und schmerzlos. Also Titel bleibt auch da, wo er ganz gut aufgehoben ist momentan.
Was das auch immer über den Titel eigentlich aussagt, weil ich jetzt auch nicht. Ja, das Original Bullet Club Team ist eigentlich immer noch saugeil, muss ich sagen. Also mit dem Tamatonga und Fale und so und Tangaloa reinkommen. Ja, das ist noch mithin das Beste auch gewesen an dem Match. Ich finde halt, okay, find die Personalie Elgin halt irgendwo mittlerweile ja, sehr schwierig. Der kriegt wirklich nur noch in Japan gefühlt Bookings. Und für jeden, der halt weiß, was in Nordamerika gelaufen ist mit Michael Elgin, ist die Personalie halt sehr schwierig. Weißt? Und dann, wenn er wie in diesem Match derjenige ist, der halt die meiste Heat abbekommt, da fällt es dir halt auch irgendwo schwer, mit ihm Mitleid aufzubauen. Ne? Kann das sein, dass er auch ein bisschen schmaler geworden ist? Oder kommt mir das nur so vor? Nee. Aber er hat viel von seiner Ausstrahlung verloren. Also ich finde, man gut, wenn man es weiß, kann man halt viel reinsehen oder will man halt vielleicht viel reinsehen. Aber er kommt mir echt, ja, nicht verloren vor dem Ring, aber sehr, ja, keinerlei Ausstrahlung oder sonstige Power, die er eigentlich so immer mit dabei gehabt hat. Aber das ist auch dieser Running Gag, der sich durch seine Karriere zieht, weißt du? Der hat irgendwie bei allen Ligen, wo er gestartet ist, wirklich fulminant begonnen. Und irgendwann hast du dich satt gesehen. Mehr. Und dann hat er keinen Bock mehr und strahlt nichts mehr aus. Komisch. Man muss aber sagen, dass man ihn aber doch nie ganz fallen lässt. Er hat ja immerhin beim New Japan Cup ein fantastisches Match gegen Ishii gehabt und das durfte er auch gewinnen. Also, das fand ich stimmt. Fast umgebracht. Gut. Ja, das sowieso. Also das ist halt auch wahrscheinlich wie im G1 mitlaufen. Der wird wieder einige gute Matches haben, dann macht er wieder Promos, dass er den G1 gewinnen will und dann verliert er ein Match gegen Toruyano auf peinlichste Weise. Also das wird sich auch da wieder durchziehen. Ja, wahrscheinlich wird es wieder ein Match gegen Omega geben, das wahnsinnig nicht gut wird, und dann wird er wieder irgendeine Niederlage gegen, keine Ahnung, Taichi einfahren. Wie lange ist der eigentlich jetzt auch noch bei New Japan? Er hat jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Hat er doch einen, okay. Wie lange? Keine Ahnung, also der Vertrag, den er hatte, der lief ja jetzt im Februar, müsste gewesen sein, aus. Das war ja dieser Zwei-Jahres-Vertrag, den er hatte. Und nachdem eben diese ganze Querelen um ihn bei Glory Pro waren, war ja überhaupt die Frage, ob er überhaupt einen neuen Vertrag bekommt. Aber New Japan scheint es ja herzlich wenig zu kümmern. Ja, weil es halt auch drüben in Amerika stattgefunden hat, was eben ist auch irgendwo in Japan jetzt auch nicht gerade so sehr interessiert. Ja. Denke ich immer, ne? Und wie ich es gerade schon gesagt habe, das ist im Endeffekt die einzige Anlaufstation, die er aktuell noch hat, weil in Nordamerika bekommt er kaum noch Bookings, würde ich sagen. Scheiße. Also ich glaube, weil das WrestleMania-Wochenende vor der Tür steht, ich habe, glaube ich, Elgin nicht auf keiner einzigen Card gesehen. Ich glaube, der hat keinerlei Bookings am WrestleMania-Wochenende. Weil zumindest wichtige. Da ich das jetzt nicht wusste, weil da hätte ich nämlich sonst auch gesagt, also wäre Elgin wahrscheinlich auch nicht mehr im G1 gewesen. So ist das natürlich jetzt auch wieder ein bisschen was anderes. Ich cheat ja gerade mal nebenbei, also er hatte Anfang März und Ende Februar so ein paar Matches für IWA Mid-South, aber IWA Mid-South ist halt auch Ja. Kein Elgin-Niveau. Ich sag mal, die Independent-Liga unter den Independent-Ligen. Ja. Ja, und da kann er von mir aus auch 60 Minuten Draws wrestlen, wie er es da eben gemacht hat. AAW, das wäre dann, glaube ich, was für einen Jan. Und Beyond, das wäre, glaube ich, was der Basti auf dem Radar hätte. Aber im Großen und Ganzen bekommt er halt bei den wirklich relevanten Indie-Ligen nichts mehr. Naja, gut. Ist halt dann muss er halt ein paar Jahre jetzt wieder warten, bis Gras drüber gewachsen ist. Also. Dann wird er wieder ein paar Bookings bekommen, mit Sicherheit. Wenn er da noch Bock hat, weil die Diskussion hat man ja auch schon hier mit seiner angestrebten Baseball-Karriere. Aber gut, wenn er jetzt einen Vertrag unterschrieben hat bei New Japan, scheint er ja noch ein bisschen Bock oder beziehungsweise halt für da ja noch zu haben. Ja, ich meine, es kommen ja so viele Geld kleine zu Sachen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es kommen so viele kleine Sachen, die nennen sich Rechnungen und die will er auch irgendwie bezahlen. Ja, klar. Hat er schließlich auch Familie und so. Klar. Aber wie gesagt, meine Grundkritik, und Alex, hol dich gleich dazu, an dem Match ist halt einfach die, wenn du Elgin, Makabe und Taguchi in einem Team hast, ja, gegen die zwei Büffel, Tangaloa und Bad Luck Fale und dann eben Tama Tonga noch dazu. Warum gibt es denn die ganze Heat dann nicht gegen Taguchi?
der als Gleichgewicht einfach viel besser durch die Gegend geschmissen werden könnte von einem Fale und von einem Tangaloa. Und dann eben einen von seinen eigenen Strongmen da einwechseln könnte. Makabe und Taguchi waren auch die einzigen, die da irgendwie ansatzweise sowas wie Face-Reaktion bekommen haben. Bei Elgin war halt nix. Alex. Nö. Ja, das sehe ich genauso. Ich fand das ganze Match auch nicht recht langweilig. Also ich bin halt kein Michael Elgin-Fan. Makabe ist sowieso Langeweile pur. Ich glaube, so mit der langweiligste Charakter bei New Japan. Das erwähne ich auch in jedem G1-Podcast immer wieder gern. Und naja, Taguchi, die Comedy, die er macht, finde ich inzwischen ganz okay. Ist aber halt auch immer wieder dasselbe. Dieses Baseball-Ding ist immer ganz wieder ganz nett anzusehen, wo er mit dem Arm rumschwenkt und da komplett abdreht. Ist ganz nett, aber sieht man halt auch in jedem Match. Also, und dann hat wieder so ein, das war ein Titelmatch und hat 11 Minuten gedauert. Ist halt auch wieder so eher nur so schnell hingeklatscht. Habt der Titel irgendwie auf der Card und mehr war es halt auch nicht. Allerdings hat hier Kevin Kelly was, glaube ich, in Rätsel gelöst, was mich eigentlich echt immer interessiert hat. Warum Fale den Ringsprecher immer attackiert? Wisst ihr das? Ja. Aber du kannst es gerne sagen. Ja, also, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ein Ringsprecher vor Jahren mal Bad Luck Fale als Tamatonga vorgestellt. Richtig. Bin jetzt immer noch sauer. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Die schauen sich auch sehr ähnlich. Ne? Wird er das noch machen? Fast Zwillinge. Ja, also bei der Geburt getrennt sozusagen. Und ja, kann man da nachvollziehen. Das einzige Detail, was ich wirklich sehr witzig fand, war, dass Taguchi auf dem Arm das gleiche Tattoo hatte wie Bad Luck Fale. Nur halt in winzig klein. Ja, ja. Stimmt. Ganz am Anfang selbst der Referee so, was hast denn du da? Ja, wo dann Fale genauso pissig war auf Taguchi wie eben normalerweise nur auf Ringsprecher. Und das war halt noch das witzigste Detail in der ganzen Geschichte. Also wie gesagt, es war kein schlechtes Match, aber es war halt komplett bedeutungslos und es war halt irgendwo auch nicht wirklich Spannung drin, weil der Titel da, wo er gerade ist, wirklich gut aufgehoben ist. Sehe ich genauso. War jetzt die dritte erfolgreiche Titelverteidigung, damit sind wir fast schon auf Rekordjagd. Ja, also, kurz und schmerzlos. Da kannst du der gute Okada warm anziehen. Lass uns ja mal den Rekord von LIJ brechen. Die sind ja momentan Rekordhalter in Verteidigungen. Mit 4 oder sowas, ne? 4 was, ja. Oh Mann. Nächstes Match. Jawohl. Jo, das ist jetzt nämlich schon mal von der Qualität her viel besseres Match und da ist unheimlich viel Aufbauarbeit drin. David Finlay, Juice Robinson und Hiroshi Tanahashi gegen Hiroki Goto, Jay White und Yoshihashi, wo es eben, wie gesagt, darum geht, Juice Robinson Richtung Hiroki Goto und Titelshot weiter aufzubauen, David Finlay mit seinem Titelshot gegen Jay White weiter aufzubauen und Hiroshi Tanahashi irgendwie zu bespaßen. Zu bespaßen. Ja, nichts anderes ist es ja. Und irgendeiner muss den Pinfall nehmen, deswegen ist Yoshihashi mit dabei. Und damit ist die ganze Story aufgebaut. Und Tanahashi durfte pinnen. Ja, ich meine. Das hat auch gepasst. Das dann, war wichtig. Ne? Musste ja aufbauen für den Main. Jetzt weiß ich, für was Tanahashi dann doch da gewesen ist in diesem Match. Ja, und wenn du so einen Yoshihashi wegbummst, dann hast du halt auch schon mal hier ein IWGP-Titelmatch verdient. Oh, so schaut's aus. Ja. Aber bis zu diesem High Fly Flow zum Sieg war das in meinen Augen ein richtig ordentliches Match mit guter Action drin im Ring. Mit Finlay und Jay White, habe ich ja schon mehrfach gesagt, kannst du nichts verkehrt machen. Juice Robinson, Klamotten hin und her, Alex, hat unheimlich gute Babyface-Arbeit gemacht, auch hier wieder. Und ich wünsche ihm und hoffe einfach, dass er den Gürtel von Goto gewinnt, weil das hat er sich so verdient. Nach den letzten 1,5 Jahren und für mich ist er immer noch einer der besten aktiven Babyfaces aktuell im Wrestling, ligenübergreifend, weil er einfach so grundsympathisch rüberkommt, richtig gutes Babyface ist, seine Aktionen haben Impact, auch hier Pulp Fiction gegen Goto, Publikum flippt total aus, weil eben Pulp Fiction als Finisher mittlerweile komplett over ist. Richtig gutes Tag Team Match, wollte ich sagen. Wo steht ihr, Nicole? Ich kann dir da nur recht geben. Also bei mir, also ich glaube, ich hab mich ja schon mal irgendwann entschuldigt, beziehungsweise meine Meinung geändert gehabt, auch über Juice Robinson, aber
Ja, mein Gott. Das, was Elgin eigentlich fehlt, besitzt ein Juice Robinson zurzeit. Eigentlich. Das ist die Ausstrahlung, die ein Elgin gebrauchen könnte. Ja, Match war super gut und wie gesagt, das Ende haben wir jetzt ja auch schnell besprochen gehabt. Wir wissen, für was Tanahashi da war und Yoshihashi da war. Wir wissen, warum Jay White und Fendi da drin gesteckt haben und Juice Robinson so und so gegen Goto. Ja, mein Gott. Auch, also das ist halt eine Paarung, die halt auch absolut Sinn macht. Und jeder konnte halt seine Aktionen dann gut zeigen und die Japaner sind mitgegangen, auch wenn da war halt Stimmung mit dabei. Und so mag ich die Matches halt eigentlich auch. Also ich muss immer wiederum sagen, es macht viel aus, wenn die Leute halt mitgehen. Die Japaner haben halt eine andere Art mitzugehen, aber die reißt einen auch immer mit. Und deswegen waren schöne 10 Minuten oder knapp 10 Minuten. War alles in Ordnung bei dem Match. Schön. Alex, du darfst noch abrunden. Ja, also ich fand die Finish-Phase halt sehr stark, wo man jeder nochmal seine Finisher ausgeteilt hat. Der Stunner gegen Jay, der Pulp Fiction eben gegen Goto und dann eben der High-Fly-Flow dann letztendlich zum Sieg gegen Hashi. Ja, das war ein schönes Match. Und es war auch sehr schnell geführt, das ganze Ding über. Also das war nicht echt nett, hat mir gut gefallen. Und ja, Nicole hat ja gerade alles nochmal erwähnt, warum das Match so da war. Und hier auch nochmal wieder lobenswert der Kommentar von Kevin Kelly, der erwähnt hat, dass Jay White mit einer Streak gegen Finlay hat, nämlich hier steht gerade 9-0. 9-1. 9-1? Ja, das erste Match, was die beiden gegeneinander hatten, das hat Jay White verloren und danach alle Matches gegen Finlay gewonnen. Okay, das ist 9-1, ja. Ja. Okay, dann hat es, also er hat tatsächlich eine Streak gegen ihn, aber das allererste Aufeinandertreffen, das hat tatsächlich Finlay für sich entscheiden können. Ich habe ein Match im Kopf, wo man Finlay gewonnen hat. Ja, das kann sein. Aber ja. Seitdem hat er eben kein Land mehr gesehen und seitdem ist halt auch die Story im Endeffekt die, dass er sagt, ja komm, ich verliere zwar Dauer gegen dich, but I will never stop fighting you. Und er ist halt hier praktisch die Nemesis. Und früher oder später kommt er dann der Sieg. Und ich glaube nicht, dass er den US-Title jetzt gewinnen wird gegen Jay White in der Currican Hall. Wäre für ihn wirklich noch zu früh. Ich vermute tatsächlich, dass das Ganze noch über einige Zeit weiterlaufen wird und dass ich finde, eine Niederlage nach der anderen abholen wird. Ja. Aber dann kommt irgendwann der große Upset. Irgendwann, ja. Ob es dann um Titel dann weitergeht, weiß ich nicht. Er wird mit Sicherheit irgendwann Jay White besiegen. Ja. Aber dann, ob dann wirklich, ich weiß nicht, sehe halt auch David Finlay noch gar nicht in irgendeiner Position, meinen Titel zu halten. Und ich sehe, selbst Jay White, habe ich im letzten Strong Slay Wolf Podcast schon erwähnt, eigentlich gar noch nicht in der Position, den Titel zu halten. Und David Finlay schon gleich gar nicht. Der muss sich erstmal im Singles-Bereich etablieren. Ob der vielleicht auch mal ein Mann für den G1 wäre halt auch mal interessant, wie so ein Turnier durchwrestelt. Er hat ja mal im Best of the Super Juniors einmal mitgemacht. Hat er sich halt ganz ordentlich geschlagen eigentlich. Hat er auch einen Sieg eingefahren, glaube ich, gegen Ghetto damals. Und wäre vielleicht auch mal ganz interessant, aber momentan, wir haben es ja im Off-Talk schon mal gehabt, wer als im G1 teilnehmen könnte, es hat sehr, sehr viele Personen, die da und sind eigentlich schon fast überbesetzt, also da wird wahrscheinlich in dem Jahr kein Platz für Finlay sein, wenn man ihn aber jetzt pushen möchte, also würde ich längerfristig, dann sehe ich ihn vielleicht nächstes Jahr schon mal im G1. Also ich finde halt immer, der G1 ist immer so eine Aussage, wenn du einen guten G1 wrestlst, dann hast du ein gewisses Standing, die er arbeitet, für dich persönlich, für die Fans, für deine Mitstreiter, die anderen Wrestler, glaube ich. Also ich glaube, da kannst du dir ganz schnell dich persönlich hochpushen und glaube, da kannst du dir wirklich allen mal beweisen, was du eigentlich wirklich kannst. Und da finde ich, da muss einfach mal ein Jay White mal durch. Da hoffe ich mal, dass der eben dieses Jahr startet. Ich gehe mal stark davon aus, als US-Champion dann sowieso. Und dann vielleicht nächstes Jahr David Finlay und dann schauen wir mal, was der Mann so gut drauf hat. Also wirklich drauf hat. Und auch mal, wenn er mal wirklich von der Kette gelassen wird, wenn man ihm Zeit gibt in Singles-Matches, wenn er mal große Gegner bekommt, wenn er halt mal gegen Okada antritt oder gegen einen Omega oder sowas, da möchte ich mal sehen, ob dann ein Finlay wirklich glänzen kann. Und deswegen wird es echt mal interessant, wie man Finlay jetzt aufbaut. Ich hoffe jetzt nicht, dass man jetzt danach ein Jay White-Match dann eben
wieder fallen lässt, damit dann irgendwie ein Tag-Team und Multi-Man-Matches versauert, aber ich bin da mal guter Dinge. Man lässt ihn ja nie ganz fallen, irgendwie ist er immer auf den Cards zu finden und vielleicht jetzt eben am Singles-Bereich dauerhaft, mal schauen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn Jay White dann Finlay vielleicht mal zu Chaos noch holt. Das wird auch, wenn die sich dann umarmen nach dem Match und dann sagt, pass auf, komm zu Chaos und wir machen was aus der, irgendwie sowas. Also würde mich nicht wundern, wenn man irgendwie solche Stories mal fährt. Mal schauen. Ja, oder eben, dass Finlay vielleicht White aus Chaos rausholt. Und, oder so rum, ja. Können wir auch gut vorstellen, dass die Story so endet, vorübergehend, dass das Finlay halt eben tatsächlich irgendwann seinen großen Sieg bekommt. Und White ihm dann eben den Respekt zollt und sagt, okay, pass mal auf, dann machen wir jetzt hier Tag-Team-mäßig Best Buddies und räumen die Division in der Richtung auf. Ja, definitiv. Frischer Wind schadet da auch nicht wirklich, muss man sagen. Weißt du, weil bei den Juniors haben wir es ja auch gesehen, was Nohei Komatsu und Sho Tanaka sich in Openern gegenseitig angetan haben. Und jetzt sind sie halt ein richtig geiles Tag-Team. Ja. Und Finlay und Jay White sehe ich da halt in der ähnlichen Position. Und bin gespannt, ob man in die Richtung irgendwie was mal macht oder ob man die als Einzelwrestler weiterbauen möchte oder ob Finlay einen anderen Partner bekommt. Das Team mit Juice ist auch ganz gut. Fand ich auch sehr witzig, ja. Also was ich von beiden als zusammen gesehen habe. Kann man in vielen Richtungen weiterspielen. Wobei ich jetzt eben Stand jetzt Juice gerne mit einem Singles-Title mal belohnt sehen würde für die verdammt gute Arbeit. Und Goto braucht das Ding einfach nicht. Nee. Weil er trägt dann auch nur spazieren. Ja, mit dem Never-Open-Weight-Title macht man momentan nicht allzu viel. Also da liegt eigentlich der Fokus eher auf Junior-Title, Heavyweight-Title natürlich, auch auf dem US-Title, jetzt natürlich mit durch die US-Shows natürlich. Der Never-Open-Weight-Title, der geht momentan ein bisschen unter. Und über den Six-Man-Never-Open-Weight-Title brauchen wir ja gar nicht mehr drüber reden. Richtig. Der ist ja heiße Kartoffel. Ja. Nächstes Match ist dann Sanada, Evil und Tetsuya Naito gegen Minoru Suzuki und die Killer Elite Squad. Man könnte sagen, so ein bisschen Aufbau für Wrestling Hino Kuni. Das ist dann eine Show Ende April, die unter dem Banner Suzuki-Gun vs. LIJ läuft im Großen und Ganzen. Ich möchte an der Stelle einmal sagen, ich glaube, der Jan hat es beim letzten Mal schon gesagt beim Strong Style Evolve Podcast, Lance Archer ist die ekelhafteste Sau, die es gibt. Gleichzeitig ist er auch der geilste Heel in dem Match, weil er einfach rausgeht und wieder mal ein kleines Kind zum Weinen bringt und total verängstigt, während der Papa einfach daneben sitzt und sich ermeldet und wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre Psychotherapie für sein Kind bezahlen muss, weil das hat wahrscheinlich einen Schaden lässt bis an sein Lebensende. Ja, ansonsten genau das, was wir im letzten Podcast auch schon angedeutet haben, Minoru Suzuki und Tetsuya Naito haben gerade so ein bisschen ein Problem miteinander. Und die beiden haben sich hier schön Sachen angetan gegenseitig. Und KES haben halt ihr Tag Team Titel-Match sich jetzt hier auch nochmal formal verdient. Hatten es ja im Endeffekt schon eingefordert. Jetzt haben sie es eben auch verdient, indem sie es Evil am Schluss gepinnt haben. Ja, was will man mehr? Wir haben zwei ordentliche Tag Team Matches anstehen. Wir haben ein ordentliches Tag Team Titel-Match anstehen. Wir haben ein weiteres Titel-Match mit Naito gegen Minoru Suzuki anstehen. Was brillant werden könnte. Wo ich allerdings ein kleines Problem damit habe, aber jetzt möchte ich erstmal eure Meinung zu dem Match hier haben, bevor wir über die Aussichten sprechen. Alex. Ich fand das Match also wirklich saustark. Mir ist durch die Bank gefallen, eben KES und eben Evil Sanada. War wunderbar. Am Ende eben einmal Killerbomb gegen Sanada und dann nochmal Killerbomb gegen Evil. Also KES wurde jetzt sehr stark dargestellt. Und vor allem Naito Suzuki war so gut. Die beiden, die Interaktion zwischen den beiden, einfach nur stark. Dieses arrogant gegenüber Suzuki, dieses arrogante Auftreten von Naito macht so Spaß und dann wiederum das Böse himself, Suzuki dann mit der Mimik. Die Augen fast aus dem Kopf raus platzen. Einfach so gut. Und ich freue mich so riesig auf dieses Match. Und vor allem, ich habe keine Ahnung, wer dieses Match gewinnen soll, weil
Naito hat seit Wrestle Kingdom, glaube ich, überhaupt nur zwei Singles-Matches bestritten und die waren eher unwichtig. Es war einmal gegen Taichi und einmal gegen Yoshihashi. Ging um nichts. Und beide gegen Zack Sabre? Genau. Und das wichtige Match, was er hatte, war eben gegen Zack Sabre und das hat er verloren. Und er hat auch abgeklopft. Und ich bleibe immer noch dabei. Naito wird Okada den Titel abnehmen, nachdem Tanahashi wegwischt demnächst. Und deswegen müsste man langsam jetzt mal wieder Naito in eine gewisse Position pushen. Und eine Niederlage erst gegen Zack und dann jetzt auch noch gegen den Chef Suzuki ist jetzt nicht gerade der richtige Weg, um Naito in diese Position zu pushen. Deswegen wäre eine Niederlage gegen Suzuki eigentlich schlecht. Allerdings ist halt Suzuki IC-Champion. Und ich weiß jetzt nicht genau, was Naito jetzt mit diesem Titel unbedingt will. Okay, das ist nämlich genau mein Problem. Ich weiß nicht, wo ich damit hin will. Also ich habe noch eine Theorie. Gut, ich kann es auch gleich raushauen. Es könnte Titel versus Titel geben und es wird dann gegen Okada logischerweise und mich würde es nicht wundern, wenn entweder Okada oder Naito am Ende mit beiden oder vielleicht Suzuki, aber eher Suzuki eher weniger, mit beiden Titeln dasteht. Weil ich sehe auch keine Gegner mehr für Okada dann. Und wenn es Naito sein sollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass Naito jetzt für ihn dann Nummer 1 Herausforderer auf Okadas Titel wird. Da müsste man ja Suzuki eigentlich, das hat man ja bei Strong Style Evolve auch schon ein bisschen angeteased, eben Okada und Suzuki. Und da gibt es ja auch noch G1 eben noch, das Match, dieser Draw, ist ja auch noch irgendwie Unfinished Business. Also dieser IC-Title stört mich in dieser ganzen Paarung. Ich weiß nicht genau, ich habe keine Ahnung, wer da gewinnen könnte. Vielleicht wird auch hier ein Time Limit Draw, vielleicht gibt es No Contest, man weiß es nicht. Man kann beide nicht verlieren lassen irgendwie. Ich möchte mal deine Meinung hören. Okay, dann, Nicole, möchtest du erst einhaken oder soll ich erst meine Meinung sagen? Ist sie positiv oder nicht so positiv? Also ich habe ein gewisses Problem mit diesem, mit dem Match um den IC-Title. Und zwar aus der Sicht, wieso sollte Naito den Gürtel holen wollen, den er letztes Jahr zerstören wollte? Ja. Jo. Weißt du, das ist eben mein großes Problem. Die Paarung an sich, Naito gegen Minoru Suzuki, ist fantastisch. Mhm. Ja, gerade im Jahr 2018, wo Minoru Suzuki seinen wahrscheinlich 15. Frühling hat, ja, auf dem besten Weg ins Wrestler of the Year zu werden. Und wirklich ein fucking brillantes Match nach dem nächsten raushaut. Ja, du hast unendlich viel Feuer in der ganzen Geschichte drin, weil Naito einfach dieser rotzfreche Bengel ist in der ganzen Geschichte und Suzuki ist halt der Veteran, der unfassbar angepisst ist über diesen respektlosen Arsch. Ja, wie ihn mit den Augen schon getötet hat nach dem Match, ja, wie ihm auf Japanisch noch mitgeteilt hat, hey, du schaust dir gerade den King of Pro Wrestling an, was stimmt denn nicht mit dir? Ja, wie Naito ihm halt einfach respektlos entgegengrinst und überhaupt nicht beachtet und Suzuki flippt total aus und geht erstmal hier den Tisch rumschmeißen, Young Lion verkloppen, Godzilla umbringen und sowas, ne? Und da stört mich dieser Titel in der ganzen Gemengelage, weil wenn Minoru Suzuki den Gürtel jetzt verliert, dann tut es halt irgendwo seinem aktuellen wirklich brillanten Run ein bisschen einen Abbruch, weil er den Gürtel wirklich gut tragen kann aktuell. Wenn Naito das Ding verliert, dann ist es halt die nächste wichtige Niederlage. Das ist das Problem. Die dritte Niederlage in Folge, Okada, Sabre, Suzuki. Weißt du, und er war halt zum 4. Januar hin das heißeste Eisen in der Liga und ich habe irgendwo das Gefühl, man ist gerade dabei, ihn irgendwo runterzukühlen künstlich. Fragezeichen, um ihm vielleicht einen G1-Sieg wiederzugeben als Überraschungseffekt. Aber dann ist es irgendwo nicht mehr organisch dann, weißt du? Das ist eben das, was mir so ein bisschen aufstößt an der Stelle. Also ich bin immer noch überzeugt, dass der Moment des Titelgewinns am 4. Januar brillant gewesen wäre. Und du hast ja auch gesehen, wie alle bei Wrestle Kingdom erstaunt waren und teilweise entsetzt waren, dass er den Gürtel nicht gewonnen hat. Und jetzt hängt er halt in der Luft und ich bin mir noch nicht sicher, wo der Weg hingeht. Man könnte natürlich in Richtung Draw gehen, Alex, aber dann müssten wir halt einen 60-Minuten-Klassiker raushauen, ne? Würde mich aber auch nicht wundern. Aber es ist halt 60-Minuten-Timelap im Mercy-Title-Match. Ja. Von denen dann
Ich meine, es wäre schön, 60 Minuten anzugucken, wie Suzuki seinen Gegner foltert, ja, und Naito einfach no fuck gibt. 60 Minuten, da sitzt überhaupt keiner mehr in der Halle, weil der Mann alle Stühle längst jedem unterm Arsch weggezogen hat. Ja. Und jeden einzelnen Stuhl Naito über den Rücken gezogen hat. Aber locker. Wollte die WWE nicht mal irgendwie so den Rekordklacken für die Masken bei einer Show? Wir können doch hier mal den Rekordklacken für die Chairshots bei einer Show. Ja, das. Boah, geile Nummer. Wäre der Held, hey. Nicole, wo stehst denn du? Keine Ahnung, ich bin, muss aber auch sagen, sehr desinteressiert an bestimmten Personen wie Davey Boy Smith. Lance Archer geht ja noch. Suzuki ist für mich da, wo er jetzt ist, eigentlich okay. Und auch den Titel, den er hat. Die Fehde gegen Naito jetzt an sich, es ist auch alles in Ordnung, aber die Frage ist für mich halt auch, was will Naito da eigentlich? Okada ist jetzt halt da, wo er jetzt halt ist. Das ist genauso im Prinzip für mich das Gleiche wie... ich muss leider Parallelen ziehen zu Brock Lesnar. Beide tragen den Gürtel halt da durch die Gegend. Okada ist halt immer da, der andere halt nicht so. Aber sie haben beide keinen richtigen Nummer 1 Herausforderer. Naito war es eigentlich, hätte den Titel eigentlich da schon gewinnen müssen. Und für mich ist er jetzt halt auch so, ein Charakter oder auch ein Wrestler, wo ich mir denke, okay, er ist in der Lage, Okada zu schlagen, aber so oft, wie sie ihn haben jetzt verlieren lassen. Also ich sag's mal so, ich möchte also, derzeit nicht Suzuki den Gürtel verlieren sehen. Nee, das würde ich auch nicht wollen, weil da, wo er jetzt der Titel ist, ist er auch erstmal ganz gut. Richtig. Vor allem, nachdem er eben bei Strong Steady Wolf diese Geschichte mit Ishii so angeteased hat. Ich möchte einfach Suzuki gegen Ishii bei Dominion um den IC-Titel sehen. Und wenn man die ganze Story eben Happy End-mäßig zu Ende bringen möchte, dann müsste Tanahashi halt auch derjenige sein, der sich den Gürtel zurückholt und seine Redemption bekommt gegen Minoru Suzuki. Aber das wäre dann fast schon, ganz ehrlich, Wrestle Kingdom Material. Ja, schwierig. Also Naito muss eigentlich, wenn es gegen Suzuki gehen sollte, dann muss er gewinnen, aber dann ist schon ganz richtig, was will er mit dem Ding? Gut, dann kommt noch mal die Phase, ich kick den hier so lange durch die Gegend, bis er wieder kaputt geht. Und dann geht's gegen Okada. Ja. Ist jetzt, finde ich, dann aber auch nicht der Reißer. Nee. Für meinen Geschmack. Also. Gut. Muss man sehen. Ja. Also, wie gesagt, ich meine, auch Evil und Sanada hängen jetzt halt auch alle drin, hängen aber auch in der Luft und mit den beiden wird ja auch nichts gemacht. Ja, gut, aber das lag jetzt halt auch daran, weil Evil so lange verletzt war, ne? Ja, klar. Mal gucken, was da so halt passiert und. Wie gesagt, also Suzuki soll den Titel wegen mir, dass ich das auch nur sage. Aber der ist schon ganz gut da aufgehoben, das stimmt schon. Also. Am 29. April wissen wir mehr. Da ist dann Wrestling Hinokuni mit Bushi gegen El Desperado, Hiromu gegen Kanemaru, Evil und Sanada gegen KES und eben Suzuki gegen Naito. Und das ist dann eben die große LIJ gegen Suzuki Gun Show. Da wissen wir dann mehr, ob Naito sich den Titel zurückholt und vor allem, wie er dann damit umgehen würde. Also ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass er den Gürtel wieder durch die Gegend trägt. Der IC-Titel ist halt zu klein für ihn irgendwo. Auf der anderen Seite ist halt wieder die Problematik, an Okada kommt im Moment keiner vorbei. Und ich sehe nicht, dass Okada den Gürtel bis auf Weiteres verliert. Prost. Wäre auch zu einfach, wenn er jetzt bei der 12. Verteidigung, also nach der erfolgreichen 12. Verteidigung direkt dann verlieren würde. Das wäre dann wieder zu billig irgendwo. Oh Gott, für jedes Mal, dass Brock Lesnar und Okada ihren Titel weiterhin rumschleppen, einen Schnaps trinken. Schön.
Da kannst du viel saugen noch. Also ich meine, wir haben es ja bei der WWE schon oft genug gesehen, dass irgendwelche Rekordruns gebrochen wurden, nur um dann bei der direkt nächsten Gelegenheit an den Titel zu wechseln. Das sehe ich halt hier nicht, weil in meinen Augen hat man da einen ganz klaren, langfristigen Plan. Man muss allerdings auch sagen, mit jedem Tag, wo der Plan länger läuft, bringst du dich halt potenziell mehr in die Misere, falls Okada sich verletzen sollte. Das wollen wir natürlich nicht beschreien, ja, aber wir haben es ja bei Tanahashi gesehen letztes Jahr, wie schnell das gehen kann, wo du dich eben bei einer quasi unbedeutenden ROH-Show mehr oder weniger für den Rest deines Lebens dann schwer verletzt. Ja, so sieht's aus. Ja, momentan, wenn ich jetzt überlege, wenn Okada, ne, wir kommen später nach dem Main Event drauf, dann komme ich mal auf potenzielle Gegner für Okada. Gut. Habt ihr noch was zu diesem Six-Man-Match? No. Alle Akteure haben das gemacht, was sie gut können, ja. Wie gesagt, vor allem Wasserspuck und Kinder ärgern. Ich glaube, so weit würde ich auch noch mitkommen. Aber, und ich mache einfach nochmal den Verweis auf unseren letzten Podcast. Da habe ich ja Toru Yano fürs Entfernen des Ringpolsters so gelobt, so als roten Faden quer durch den Podcast. Wenn das hier das ist, womit Lance Archer beim Publikum ankommt, dann soll er es verdammt nochmal machen. Von mir ist die ganze Show lang einfach 4 Stunden lang durchs Publikum rennen, die Leute anspucken und Kinder ärgern, ja. Dann stelle ich mir vor, dass Suzuki das hinterher rennt und die Stühle alle wegzieht. Der kreischt halt an. Oh Gott, oh Gott. Und irgendwo stammelt noch hier Isuka mit seinen Iron Fingers durch die Gegend und zappelt ein bisschen rum. Gut. Und in der Ecke steht Taka Michinoku und sagt, he is CSJ. Oh je, oh je. Nächstes Match. IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match. Suzuki-Gun, El Desperado und Yoshinobu Kanemaru gegen Roppongi 3K, gegen Hiromu Takahashi und Bushi in der vielleicht, ich sag mal, größten Enttäuschung des Abends. Ich habe gewusst, dass Taichi und Isuka, das wird nix, das Match, aber das hier, das war ein Match, was mich doch irgendwo ziemlich enttäuscht hat im Vergleich zum ersten Match der drei Teams. Nicole, hast du das erste Match gesehen? Hast du den Titelwechsel gesehen zu ja. Suzuki? Ja, ja gut, dieses Match, ich weiß nicht, vielleicht hatten sie auch zu wenig Zeit, wirkte halt alles sehr gehetzt und war schon gut, das Match so an sich eigentlich gewesen, aber ja, für die drei Teams, die da im Ring standen, war es doch ein bisschen wenig, muss man schon sagen. Ja, Kanemaru und El Desperado. Eigentlich hatte ich mich gefreut für El Desperado. Mhm. Weil ihn mag ich eigentlich ganz gern und fand ich mal ganz okay, dass er da alten Titel mal mit rumtragen kann. Ich hatte eigentlich aber jetzt doch auch mit dem Titelwechsel gerechnet, keine Ahnung warum. Ich meine, das ist auch der Titelwechsel, den der Alex schon seit Monaten prognostiziert. Bushi und ja. Das, ja. Bald, coming soon. Ich meine, wir haben uns ja immer gewünscht, so sollte endlich mal Abwechslung in diese Division. Jetzt haben wir sie eigentlich auch, also ist schon ganz okay. Man kann denen ja auch nochmal ein bisschen Zeit geben und vielleicht denkt man sich noch irgendwas dabei. Ich weiß nur noch nicht was. Aber ich lasse mich überraschen. Ganz einfach. Ja, vor allem haben wir ja noch vor ein paar Monaten, vor einem Jahr ungefähr, immer wieder kritisiert, dass die ganzen Junior-Tag-Teams alles nur Gaijins sind. Und jetzt haben wir ausschließlich Japaner im Titelmatch. Ja. Aber was ich jetzt halt an der Stelle kritisieren muss, um einfach mal hier weiter zu bohren, es ist halt mal wieder so eine Triple-Threat-Geschichte. Und das ist halt jetzt in den letzten Monaten viel zu oft durchgeführt worden. Wir hatten diese Triple-Threat-Geschichte jetzt beim letzten Mal beim Titelwechsel, wir hatten diese Geschichten mit den Gorillas of Destiny, KES und war es Sanada und Evil? Ja, also G.O.D. gegen Sanada Evil gegen KES, genau. Das waren ja auch 3 oder 4 Triple-Threat-Matches direkt nacheinander in so schneller Aufeinanderfolge. War Machine, richtig. War Machine, ja. Und das ist halt alles irgendwo ja, hingeklatscht. Alex, du hattest im Off-Talk gemeint, die Regeln
Da war irgendwas, was dich gestört hat. Vielleicht habe ich mich getäuscht, aber man merkt schon, dass die Japaner nicht wirklich Ahnung von diesen Triple Threat Regeln haben, weil ich hoffe, ich krieg's nochmal zusammen, weil da ist ein El Desperado ist im Match drin und logischerweise kann Maru dann quasi mit seinem Tag Team Partner wechseln oder eben er taggt jemand anders, also muss er natürlich El Desperado raus, aber irgendwie dachte wohl Kanemaru, er kann dann mit irgendjemand von Roppongi 3K taggen und dann gibt es quasi eine Handicap-Situation, dass beide, das ganze Team von Suzuki Gun im Match drin sind und eben diese Handicap-Situation eben gegen einen von Roppongi 3K entsteht. Und dasselbe hat auch nochmal Hiromu gemacht, da war Bushi der aktive Mann im Ring und Hiromu stand draußen und taggt, glaube ich, Kanemaru aus, quasi, dass das dann quasi Hiromu mit im Ring drin ist und wollte dann wohl auch so eine Handicap-Situation darstellen. Also das hat irgendwie so wirklich, die Regeln haben sie nicht ganz kapiert, dass da immer nur einer vom Team aktiv im Match drin sein darf und nicht dann beide, logischerweise. Also so ganz verstanden haben sie nichts. Und der Referee hat dann auch irgendwann gar nicht mehr durchgeblickt, hat einfach mal alle irgendwie drin gelassen. Irgendwann hat es dann mal jemand gemerkt. Ich glaube auch die englischen Kommentatoren waren dann etwas durcheinander, die haben sind aber auch gar nicht mehr darauf eingegangen, dass da urplötzlich dann zwei von dem einen Team sich eingetaggt haben. Also das waren alles ein bisschen durcheinander. Also diese Triple Threat Sachen, also es ist halt eher ein Ami-Ding. Man amerikanisiert halt dieses New Japan Produkt seit längerem und macht eben diese Three-Way-Matches jetzt immer mit rein, aber ist halt auch, wie du es gesagt hast, wenn einfach schon ein bisschen sehr viel, was man da jetzt macht. Und das Match an sich war ja eigentlich auch nur darum, LIJ stark darzustellen. Und die waren ja eigentlich auch sehr dominant im Match und hätten das Match eigentlich auch fast gewonnen. Hiromu hat ja am Ende nochmal zweimal die Timebomb durchgebracht und war ja auch knapp von Sieg. Aber Kanemaru oder El Desperado konnte ja den Referee noch rausziehen dann. Und dann ging ihm der Pin nicht durch. Und dann konnte eben, ich glaube, da hat Kanemaru wieder mit der Whiskyflasche irgendwie ausgespuckt oder sonst was. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gürtelkampfspiel, glaube ich, ne? Gürtel, genau. Gürtelkampfspiel und dann haben sie sich ja quasi zum Sieg gesneakt quasi. Aber LIJ sah halt sehr stark aus und es gibt da jetzt dann gibt es auf der Tour das Match? Ja. Ich weiß gar nicht, wann das stattfindet. Am 23. eben LIJ gegen Suzuki Gun nochmal um die Titel, also im normalen Tag-Match. Und ich hoffe, dass dann ein kleiner Titelwechsel ansteht. Also Bushi und Hiromu haben mir sehr gut gefallen. Überhaupt, ich sage es ja immer wieder gern, LIJ, egal welche Kombination du da im Match bringst, immer gut, flüssige Aktionen, schöne Tag-Aktionen, also die trainieren mit Sicherheit viel zusammen, die kennen sich in- und auswendig und es macht immer wieder Spaß, die LIJ in irgendwelchen Kombinationen zu sehen und eben Bushi und Hiromu, wenn man mit den beiden schon nichts im Singles-Bereich macht, dann als Tag-Team bitte und es sieht gut aus, auch dieser Zusammenschnitt ihrer Entrance-Teams, sehr schön, beide kommen mit Maske rein, das sieht dann alles sehr, sehr, sehr stark aus und das Team weiß zu gefallen und ich hoffe, die werden Champions dann demnächst. Ja, und übrigens noch ja? ein kleiner Pluspunkt mal wieder für die englischen Kommentatoren. Wer sich fragt, wo Daryl ist, Don Killett hat erzählt, er ist auf Exkursion. Das ist schön. Dann kommt er dann mit einem neuen Gimmick zurück. Dann ist er ein Hund oder sowas. Boah, das wäre brillant, oder? Zuzutrauen wäre es ihm. Ja, Frage ist, wohin geht's mit Roppongi 3K? Die haben mehr oder weniger von 0 auf 100 durchstarten lassen. Hier direkt Titel gewonnen, Junior Tag Title Turnier geworden und jetzt kühlt man es ja scheinbar ein bisschen künstlich wieder runter. Ich meine, was sollen sie auch jetzt noch großartig erreichen? Haben jetzt innerhalb von ein paar Wochen zweimal die Tag Team Titel gewonnen. Ja. Eigentlich haben sie ja schon alles erreicht, was sie erreichen können. Ja, die Bugs haben sie auch jetzt inzwischen besiegt. Zwar nicht bei Wrestle Kingdom, aber halt so dann wenigstens. Ja, direkt Heavyweight-Bereich hoch. Ja, oder hier direkt hier mit Rocky an der Seite um die Six-Man-Titles. Die sind ja auch bei Strong Style Wolf, gab es das als Opener eben, Roppongi 3K mit Rocky Romero, ja. gegen SoCal Uncensored. Also kann man immer machen, das ist halt immer der Vorteil, aber ja. Wenn nichts geht, kann man es immer als Triple Threat einsetzen, dann bringst du auch Rocky Romero noch irgendwie auf die Cards.
Ja, wieso nicht? War übrigens auch ganz witzig, weil ja Rocky eigentlich ja beim Kommentatorenteam saß. Der war Kommentar, ja. Und Callis ja die ganze Zeit schon ein bisschen in seine Richtung geschossen hat. Und als Rocky dann später am Abend wieder dazu stieß nach dem Match, da hat Don Callis auch gedacht, ach komm, es war so schön jetzt ohne den. Ich mag diese kleinen Reibereien zwischen den beiden, aber Rocky Romero war gerade im Main Event unfassbar gut am Kommentar, aber da kommen wir dann bei der Matchbesprechung noch dazu. Nicole, möchtest du noch irgendwas ergänzen hier zum Junior Tag Title Geschehen? Nee, wie gesagt, ich schaue mir das Ganze an und bin gespannt, was man da draus macht. Also, gibt ja ein paar Möglichkeiten, ein paar neue. Und da freue ich mich schon drauf. Okay. Dann kommen wir jetzt zu dem Match, wo ich wirklich sehr froh bin, dass ich dich jetzt dabei habe, Nicole. Will Ospreay gegen Marty Scurll, das müsste eigentlich genau alles bedient haben, worauf du stehst. Wir hatten hier Flippy-Scheiß, wir hatten Blut. Du darfst loslegen. Ja, mein Gott. Ich meine, bei beiden ist es ja eh so ein Rivalitätsding, was man ja jetzt schon auch ewig kennt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Matches ich jetzt auch schon von beiden gesehen habe. Und das ja nicht nur bei New Japan. Ja, von daher war mir jetzt auch von vornherein klar, hervorragendes Match. Man kennt sich halt und sicherlich halt nicht das spannendste Match in dem Sinne, weil man schon weiß, okay, der Titel wird auch da bleiben, wo er ist. Und ja, wie man ja noch gesehen hat, Ospreay noch gegen Ray antreten will, wenn er dann gesund zurückkehrt. Also denke ich mal, bleibt der Titel erst auch noch mal ein bisschen da, wo er ist. Ja, die Apron-Aktion willst du wahrscheinlich wissen. Ist klar, es war eh unnötig, also außerhalb solche Sachen zu machen, finde ich halt auch ziemlich doof. Vor allen Dingen war das ja auch, glaube ich, schon bei Hangman Page und Jay White der Fall, die das ja auch irgendwann jetzt vor kurzem gemacht haben. Mhm. Oder, und das oder ja auch nicht gerade sehr sauber so, ausgesehen, ne? Hat. Ja, das ist anscheinend ja, wenn man das halt auch sicherlich ein Stilmittel, wie man ja so schön sagt, das kann man mal machen, wenn das aber auch wirklich, sage ich mal, jetzt ein Okada und ein Omega da mal raushauen im Main Event einmal im Jahr, ist zwar auch scheiße, aber dann ist es okay. Aber ich weiß nicht, ob man in Japan da auch irgendwann mal sagt, so hier kommt, außerhalb könnt ihr das jetzt mal langsam sein lassen. Aber ich glaube, die werden da auch nicht gerade viel sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin da hin und her gerissen, was die ganze Geschichte betrifft. Weil grundsätzlich das Match richtig gut war. Wie du es eben gesagt hast, die haben 32 Matches wahrscheinlich sogar schon gegeneinander gehabt. Und kennt sich halt in- und auswendig. Und jeder kennt halt genau den passenden Konter für die jeweilige Aktion vom Gegenspieler. Und man hat halt eine richtig schöne Match-Story reingebracht mit der Nackenbearbeitung. Aber naja, ich finde, das Match war A zu lang, B irgendwann unglaubwürdig. Und ja, also gerade diese Spanish Fly ist dann halt eine Aktion, die finde ich halt mit einem Nacken, den du als verletzt verkaufst, komplett unglaubwürdig. Aber das war noch nicht mal die unglaubwürdigste Aktion im Match. Das war die dümmste Aktion im Match. Der Kerl hat mehr Glück als Verstand, dass er sich im Endeffekt nur ja, das Genick ein bisschen verknackst und eine Platzwunde zuzieht. Hätte auch ganz anders enden können. Haben wir letzte Woche genauso kritisiert, eben bei Matt Jackson und Kota Ibushi mit diesem bekloppten German Suplex. Ach, den vom Top Rope? Vom Top Rope, ja. Ja. Und wie gesagt, irgendwann hat es mich halt verloren. War hervorragendes Match, aber irgendwann war für mich immer so dieser schmale Grat überschritten zwischen fantastischem Heelwork von Marty Scurll und Babyface-Comebacks, die Will Ospreay durchzieht, wo wir dann halt in die Phase kommen, ja, jetzt sind wir hier bei Super Ospreay. Und da kann das Publikum noch so oft Akuma schreien und also Will Ospreay, nicht Will Ospreay, Marty Scurll als Dämon oder als Teufel bezeichnen.
in dem Moment war ich schon seit mindestens 5 Minuten aus dem Match raus und habe mir gedacht, komm, bring's einfach zu Ende. Ja, das Unglaubwürdige kommt halt auch, weil es zu lang geht und dann irgendwann Aktionen halt auch kommen. Gerade jetzt dann auch nach dieser Aktion, dann mit dem Blut, dann ist es natürlich schon unglaubwürdig, dass er halt aus allem rauskommt. Aber er verkauft eine Nackenverletzung, ja? Ja. Dann frisst er draußen auf dem Hallenboden einen Tombstone Piledriver. Dann frisst er noch danach, im Ring einen zweiten Piledriver. Ja, Martins Girl nimmt ihn in den Chicken Wing, der auch mit auf den Nacken geht. Er tritt ihm am Schluss in den Nacken. Nur einmal. Ja, eben. Mehrmals. Weißt du, er tritt auf seinen Nacken ein, wie blöd. Dazwischen bringt er sich halt selber um. Raus. Und war ich dann raus. Weißt du, das ist halt der Punkt, wo ich sage, tut mir leid, das war für mich jetzt zu viel. Und da passt es halt dann nicht, dass dann am Schluss einfach der Oscutter der Move ist, der das Ding beendet. Ja, dass er den ersten Oscutter, den er zeigt, noch verkauft, weil er dann eben am Nacken so verletzt ist, dass er nicht covern kann. Schön, passt. Aber wie gesagt, dann kommt halt noch eben der Piledriver und es ist Stomps. Und ich war raus. Also ich sehe hier bei Cage Match gerade eine Bewertung von über 9,5. Und unser Freund Big Dave hat 1, 2, 3, 4, 5 Sterne gegeben. Oh, das geht aber nicht bei so vielen Patzern im Match. Ein Patzer. Wie gesagt, es ist halt alles subjektiv, aber auch hier genau wie das Match zwischen Golden Lovers und Young Bucks, auch hier wieder meine Kritik. Zu viel. Das war einfach zu viel Overbooking in diesem Match und 10 Minuten weniger hätten dem Match gut getan. Für mich persönlich. Ich finde halt immer, auch da, man muss ja sagen, es war ja eine geile Match-Story. Aber es gibt halt diesen gewissen Punkt, wo man sie irgendwann zu Ende erzählen muss. Mhm. Und das hat man da halt auch ziemlich gut übergangen. Aber das gibt es bei vielen Matches. Also in letzter Zeit, ja, nicht, was mir so aufgefallen halt dann auch ist, weil irgendwann ist es zu Ende und man erzählt da alles weiter und dann denke ich auch immer, was willst du denn eigentlich erzählen? Ja, dann ist zu Ende jetzt, ne, eigentlich. Springen wir doch mal über den großen Teich, ja. es ist natürlich auch cool zu sehen, wenn Brock Lesnar seinen Gegner mit dem German Suplex durch die Gegend haut. Es ist auch cool, wenn er das zweite, das dritte, das vierte Mal macht, ja. Aber irgendwann sitzt du einfach nur da und sagst, okay, du hast gerade den 16. German Suplex gegen John Cena gesehen. Jetzt reicht's auch langsam mal, ja. Pinnen, los, ja, pinnen. Eben, bring's einfach zu Ende. Was ich jetzt halt an diesem Match auch nochmal erschwerend kritisieren muss, in New Japan wechseln Titel bei Countout. Warum holt Martin Skrull nach dem Piledriver draußen Will Ospreay in den Ring zurück? Es hätte für ihn als Villain super gepasst, den Gürtel per Countout zu gewinnen. Da habe ich nur gelacht. Also da habe ich nicht mehr weiter gedacht. Wie gesagt, es waren komische Sachen mit dabei eigentlich in dem Match. Wie gesagt, man möchte jetzt halt hier Will Ospreay als den neuen Superstar bei den Juniors aufbauen. Sieht man ja dann auch beim Aftermath, wo er dann eben Kushida herausfordert. Im Endeffekt alle Leute, die ihn vorher besiegt haben, da will er sich jetzt eben seine Redemption holen. Aber ja, wir wissen ja, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Du hast immer irgendwie so ein Superhero und Superman an der Spitze der Junior Division, der ein halbes Jahr lang alles besiegt und dann auf einmal überhaupt nichts mehr holt. Das hat man bei Kushida gesehen, das hat man bei Hiromu gesehen und das ist halt scheinbar die Osprey-Story. Ja. Wie gesagt, war grundsätzlich ein gutes Match, gut verkauft, gut erzählt, gute Geschichte, schöne Anspielung auf die Vergangenheit. Für mich persönlich 10 Minuten weniger wären super gewesen. Alex, was hast du zu dem Match? Ja, die Kritik kann ich verstehen. Also mir war es auch ein Tick zu lang, muss ich sagen, ein bisschen kürzer, vor allem, wenn man weiß, dass auch Okada gegen Saber kommt, was ja nie unter einer halben Stunde funktioniert, also Okada-Match ist grundsätzlich nie unter einer halben Stunde, also da weiß man ja eh, was man bekommt, also dann hätten da 20 Minuten, hätten da locker gereicht. Es war aber für mich tatsächlich
das Match des Abends, persönliche Sicht natürlich. Ich habe ja natürlich auch, wie du es angekündigt gesagt hast, es gibt natürlich auch 100.000 Osprey gegen Skrull Matches. Skrull. Und Skrull. Das ist echt witzig, dieser Running Gag. Und ich habe eigentlich gedacht, naja, das ist halt so ein Standard, immer wieder gut. Matches sind nie schlecht, sind immer gut. Osprey, gut, fantastisch, wunderbarer Typ, kann geil wrestlen. Skrull kann geil wrestlen, da kommt nie was Schlechtes bei rum. Und deswegen bin ich da eigentlich so gedacht, naja, was hat ein schönes Match. Und die haben mich irgendwie wirklich gekriegt, weil ich fand halt die Match-Story echt gut. Und vor allem Skrull fand ich halt sehr geil, wie der gewrestelt hat, eben richtig smart. Immer, er hat... Man hat ja die Kommentatoren haben sie auch mal wieder aufgespielt, die kennen sich in- und auswendig und Skrull kannte jede. So, eigentlich das ganze Match über war Skrull eigentlich immer wieder einen Schritt voraus. Also er wusste genau, was für eine Aktion bringt jetzt Osprey, welchen Konter bringe ich dagegen. Er hat eigentlich alles genau, war immer einen Schritt voraus und so. Und Skrull hat das Match komplett dominiert von vorne bis hinten eigentlich. Und es gab eigentlich von Osprey eigentlich immer nur. Er hat nur reagiert, es gab eigentlich Konter, mal ein paar kleine Nadelstiche, aber so richtiges Heft konnte er nicht nie in die Hand nehmen. Ja, und dann eben der rote Faden, die Nackenbearbeitung, die war richtig gut. Und ja, und dann dieses Problem mit Super Osprey, das habe ich eben auch. Also vor allem, ich war mir echt im Match dann irgendwann wirklich sicher, okay, jetzt ist das Ding durch. Jetzt wird wieder Skrull, weil es gab ja, es wird ja wieder aufgespielt, Skrull, Osprey kann Skrull nicht gegen Skrull nicht gewinnen. Gut, das Match bei Wrestle Kingdom war im Fatal 4, war kein Singles-Match, aber wurde ja wieder aufgespielt, dachte, okay, jetzt macht man doch wieder die Storyline, Skrull nimmt Osprey den Titel weg. Und so wie der auf Nacken losgegangen ist und drauf rumgehämmert hat und eingetreten und Chicken Wing und Tombstone, dachte, okay, jetzt muss es vorbei sein. Jetzt der Chicken Wing oder vielleicht bricht der Referee ab, keine Ahnung, irgendwie sowas und Skrull ist neuer Champion. Da war ich mir eigentlich wirklich im Match schon irgendwann komplett sicher und dann eben... Und dann eben Super Osprey und dann war es mir dann auch irgendwo zu viel. Also das war mir dann einfach, ja, und am Ende an der Oscar zum Sieg eben, ja, das war mir dann irgendwie too much. Das hat mir dann auch nicht gefallen, das Finish. Ich war mir eigentlich auch fast sicher nach dieser Apron-Aktion, dass sich Osprey da wirklich verletzt hat. Da dachte ich nämlich eigentlich, entweder lässt sich jetzt Osprey auszählen, dann ist er dann trotzdem bei 19 wieder in den Ring reingehuscht. Und dann gab es aber auch direkt den Chicken Wing und da dachte ich, okay, jetzt wird man das Match dann irgendwie über die Bühne gar bringen, damit man das Match schnell, dass Osprey schnell behandelt werden kann. Nö, ging dann nämlich noch 3-4 Minuten weiter und dann gab es eben dann wieder Super Osprey mit Oscutter und sonst was und dann gab es den Sieg und es war mir eigentlich alles zu viel. Also es war ein wirklich geiles Match und die Bewertung bei Cage Match, ja, etwas zu hoch, ja. Aber das ist halt schwierig, zum Beispiel. Ich fand es echt gut, aber dann einfach diese Finish-Phase, wo dann Osprey so dominant war, wo er so eigentlich verletzt war, Storyline-mäßig und gut, eigentlich auch in echt, war mir dann einfach auch zu viel und deswegen, da würde ich dann wieder, gibt es dann wieder Minuspunkte von meiner Seite aus, aber ja, schwieriges Match, schwieriges Match. Also mir hat es wirklich gut gefallen, aber dann gibt es eben das Negative wieder am Ende. Ja, schwierig zu bewerten, das Match für mich persönlich. Mhm. Weißt du, wie gesagt, ich verstehe, worauf sie hinaus wollen, aber die Umsetzung war halt etwas komisch. Gerade hat man ja noch Suzuki gegen Tanahashi gesehen, erst vor ein paar Wochen, möchte ich mal sagen, wo Tanahashi so gefoltert worden ist, dass der Ref das Match gestoppt hat. Das hätte man hier genauso glaubwürdig machen können. Ja? Bei den Stomps auf dem Nacken hätte der Ref einschreiten können. Es wäre absolut glaubwürdig gewesen. Die Fans hätten wahrscheinlich einen Osprey vielleicht sogar noch besser angenommen, weil er eben dann der tragische Held gewesen wäre, der eben verliert, obwohl er nicht verloren hat, ja, obwohl er nicht aufgegeben hat, obwohl er nicht gepinnt worden ist. Es hätte den Willencharakter unterstrichen. Wäre vielleicht eine smarte Lösung gewesen. So trägt jetzt halt Will Osprey den Gürtel weiter durch die Gegend, hat Kushida herausgefordert nach dem Match. Meines Erachtens das letzte IWGP Junior Titelmatch für Kushida, bevor er ins Heavyweight wechselt. Ja, ich habe ja vorhin im Off-Talk mal angesprochen, wer Kushida auf Instagram folgt, das wird sehen, dass der sehr viel mit Tanahashi trainiert und jetzt sehr viel Wert auf Fitness legt. Und ich glaube, der hat jetzt auch ein bisschen eben Masse zugelegt und
Ich sehe ihn halt jetzt doch endlich als Heavyweight. Also jetzt würde er, denke ich, hochgehen. Das letzte Match nochmal gegen Ospreay, gegen den Champion. Die Matches waren ja auch immer gut zwischen den beiden. Das hat ja auch Ospreay in dieser kleinen Promo nochmal erwähnt. Es waren immer gute Matches. Und eben nochmal Kushida gegen Ospreay. Die Fans wollen sehen. Hast du Bock? Und Kushida hat einen Daumen nach oben gemacht. Und das Match steht. Aber das Match wird Kushida verlieren. Und dann, glaube ich, wird es die Ankündigung geben, dass er entweder im G1 teilnimmt oder er wird zu den Heavyweights hochgehen. Er hat ja eigentlich die Kushida-Story für den Junior-Bereich ist eigentlich auserzählt. Er hat jeden besiegt. Er hat alles gewonnen. Er hat auch Ring of Honor TV-Title gewonnen. Und dieses Wort, er hat ja alles gewonnen eigentlich. Und die Geschichte ist auserzählt. Aber jetzt im Heavyweight-Bereich, dann, wenn es dann neue Kaliber gibt, à la Okada, à la Omega, ich meine, Omega gegen Kushida gab es ja schon, aber jetzt eben als Heavyweight und oder gegen Ibushi und wie sie alle heißen, das könnten halt richtig, richtig geile Matches werden. Und da kann man noch sehr viele Stories erzählen um Kushida rum. Und für mich wäre dann der Kushida-Charakter auch sofort wieder interessant, weil da kannst du so geile Matches aufbauen. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass es das letzte Match ist und dann schön, hoffentlich vielleicht auch G1 dann für Kushida, wenn er dann mit dann teilnehmen sollte im als Heavyweight. Ja, denke ich mal. Ist, glaube ich, die richtige Lösung. Also ansonsten, Kushida ist einfach dann zu langweilig für den Junior-Bereich. Und die Fan, er bekommt ja auch schon gar keine wirklich krassen Fan-Reaktionen wie vor einem Jahr noch zum Beispiel. Also die Zuschauer sind auch inzwischen ziemlich satt. Weißt du, wie du Kushida sofort als Heavyweight over hättest? Also wenn er jetzt ins Heavyweight hochgeht und er wäre derjenige, der Minoru Suzuki den Gürtel abnimmt. Oh. Weißt du, nach einem richtig dominanten Suzuki IC Title Run, wo er jetzt dann eben noch Naito besiegt, den Gürtel vielleicht bei Dominion auch nochmal verteidigt und dann eben in einem hochklassigen Match an Kushida verliert. Wäre natürlich ein ähnlicher Effekt wie bei Jay White, der ja auch praktisch aus dem Nichts kam und direkt einen Titel gewonnen hat. Aber Kushida hat halt im Gegensatz zu White den Junior Background und die ganzen Gürtel, ja, um das Ganze nochmal zu untermauern. Das würde mich auch nicht wundern, wenn man es wirklich so macht. Ich meine, Roppongi's Rookie hat mir auch sofort die Tag-Team-Title gewinnen lassen, also wie sie aufgetaucht sind. Und Hiromu ist ja eben auch im Debüt direkt dann Champion gewonnen. Also mich würde es nicht wundern. Ankündigung, erstes Match dann vielleicht und dann, ja, mich würde es nicht wundern. Das sind beide so mit dem MMA-Background, das könnte ja, richtig, das richtig gutes passen, Match sein. Ja. Und grundsätzlich ist ja Kushida so ein lupenreines Babyface und Suzuki halt der lupenreine Heel und das könnten wir halt richtig schön aufspielen. Wie es dann halt für Ospreay weitergeht danach, nach Kushida, müssen wir mal gucken, weil dann hat er eigentlich auch schon wieder die Division sauber gemacht. Ja, Hiromu und Bushi sind ja im Tag-Team, wenn die Titel gewinnen sollten, dann wird es auch wahrscheinlich was Längeres sein und ja, wenn Kushida dann hochgeht, dann ist der auch weg und kommt erst nochmal Ray, vielleicht nochmal ein Match gegen Ray Mysterio. Flip Gordon könnte vielleicht dann die nächste Fehde werden, ja. Auch sehr erstaunlich, dass er so einschlägt. Gut, man muss natürlich das Best of the Super Juniors dann im Mai. Mhm. Und mal gucken, also da sehe ich eben Flip Gordon mit drin. Vielleicht zaubern mal ein paar Leute wieder aus dem Hut. Vielleicht ein Dragon Lee natürlich immer mit der CMLL-Verbindung. Na klar. Dass man den vielleicht wieder hochpusht. Gucken. Titan. Volador. Man weiß es nicht. Volador sowieso. Die üblichen Verdächtigen halt. Die üblichen. Vielleicht zieht man einen komplett neuen Mann auch. Ich weiß momentan nicht, wer im Indie-Bereich jetzt momentan High-Flying-mäßig gut dabei ist. Ja, er hat gesagt, er will Legenden besiegen, ne? Ich, ja gut, vielleicht das Match gegen Liger, nochmal. Liger, ja. Das wird auch kommen, denke ich. Titelmatch gegen Liger. Liger, Ray. Ja, ja. Ich denke, das wirst du doch bekommen. Nicole, wie zufrieden warst du mit Liger bei Strong Style Evolved, wenn wir gerade schon am Quatschen sind? Ja, klar. Hat mir gefallen. Der alte Mann? Der alte Mann. Der hat es auch richtig drauf hier. Ja, aber es war. Ich meine, das war jetzt auch das wievielte Match, was Ospreay und Liger auch schon gegeneinander hatten. Das vierte. Ja. Man versteht sich da auch sehr gut im Ring. Ja, aber es ist immer schön, ihn zu sehen da halt. Das macht nichts. Hauptsache Liger nochmal im Ring. Und so, da freut man sich. Mhm. Hast du noch was zum Junior-Match oder zum Junior-Titel-Geschehen noch, was du loswerden möchtest? Mmh.
Eigentlich nicht, nee. Also wenn, wie gesagt, Osprey Rey, da würde ich mich noch sehr drauf freuen. Ja, dann mal abwarten, wer dazukommt halt. Das Flip Gordon. Wie kam der eigentlich, wie kommt der eigentlich in letzter Zeit da rein? Durch ROH, oder? Der ist ja durch diese Honor Rising Shows mit reingekommen. Ja, okay. Und der hängt viel mit den Young Bucks rum. Ja, ja, kann man machen halt, als ich ihn da gesehen habe. So, hä? Ja, er hat ja auch das Titelmatch der steht ja in diesem Leiter-Match mit drin, mit den Bucks gegen SoCal und Sensor. Wow. Könnte Champion werden. Leicht. Ja. Ich muss mich immer so zusammenreißen, dass ich nicht SoCal Val sag, aber. Ich auch! Also, das ist irgendwie so synaptisch verbrannt im Hirn. Aber gehen wir zum nächsten Match noch rüber. Co-Main-Event des Abends: Cody und Hangman Page gegen die Golden Lovers. Kenny Omega mit dem blauen Auge hat sich also scheinbar doch nicht die Augenhöhle gebrochen, glücklicherweise. Das wäre jetzt wirklich so ziemlich das schlechteste Timing aller Zeiten für so eine Verletzung. Schönen Gruß an Will Ospreay. Ja, ordentliches Match. Ordentliches Story-Match halt auch wieder. Logische Weiterführung von Strong Style Evolved. Logische Hinführung zur Supercard of Honor. Und auch hier, liebe Nicole, Blut! Ja. Sehr schöner Cut hier. Und das Traurige, hat nicht mal richtig gesehen. Nee, das war nur wegen dem Kick anscheinend, ja, oder? Ja, und den hat man nicht mal richtig gesehen. Ja. Verrückt. Nicole, dein Senf zum Blut und zum Rest. Senf und Blut. Zum Rest. Mehr Blut? Ja, ich meine, die Niederlage hier der Golden Novas geht eigentlich in Ordnung. War aber eigentlich auch von vornherein klar. Beziehungsweise eigentlich war es folgerichtig jetzt nach dem letzten Match. Man muss ja eigentlich auch ein bisschen das mit Cody Rhodes und Omega halt ein bisschen weiter laufen lassen. Also ich meine, da muss es ja eigentlich irgendwie auch noch zum Match kommen. Und so. Und das Match an sich, also ich weiß nicht, Cody hat mir in dem Match mal wieder nicht so gut gefallen. Und muss aber sagen, es ging in Ordnung halt für das, was Cody hat mir einfach immer zu viel halt rumgestanden und du hast halt immer gesehen, dass er gewartet hat, bis der Spot halt von demjenigen kommt. Also er steht manchmal, finde ich, einfach zu lange rum. Okay. Und die anderen sind noch gar nicht da, wo er sich schon in Position stellt. So empfinde ich das halt immer. Es sieht mir halt vieles zu sehr gestellt halt irgendwie aus. Also das Match hat mir irgendwie, war okay, aber hätte ich mir mehr drunter vorgestellt irgendwie. Ist aber vielleicht auch manchmal so der Effekt, so man freut sich auf was und dann kommt doch nicht so das raus. Und das Matchende, also dieser klassische, sag ich jetzt mal, WWE-Einroller und ich halt die Hose halt noch ein bisschen fest, fand ich auch für New Japan-Verhältnisse doch ein bisschen merkwürdig. Ja, aber ist halt Cody-Style, ne? Ist Cody-Style, halt, ja. Tatsächlich mittlerweile als Heel angekommen. Ja? Also was der ausgeprüft wird, auch vom japanischen Publikum, ist schon nicht schlecht. Also bei Strong Style Evolved war ja das größte Arschloch in der Halle. Die Japaner nehmen ihn als Heel mittlerweile auch an. Und was ich halt sehr smart finde, eben neben diesen Shenanigans, dass er eben die Hose festhält beim Pin, was halt so typische, schmutzige American-Style-Taktik ist, ist, wenn er halt auf die psychologische Ebene rübergeht und dann eben im Ring steht mit Kenny Omega und dann aber schnell in die Ecke rennt und Ibushi angreift, um eben in Kennys Kopf zu kommen. Das gefällt mir unheimlich gut. Weil wir wissen ja, das Verhältnis zwischen Kenny und Kota ist ein ganz, ganz besonderes. Mhm. Ja, ähnlich wie im Opener, finde ich, hat man hier halt
ja, nicht alles gezeigt, längst nicht alles, aber auch da gleiche Begründung wie im Opener. Die Golden Lovers haben eine höllische Schlacht in der Woche davor gehabt. Und Kenny hat noch eine höllische Schlacht vor sich bei Supercard of Honor, wo er, ja, der, ich sag mal, der Headliner ist für die größte Ring of Honor Show in der Ligengeschichte. Und der muss seine Kräfte echt einteilen an der Stelle. Und muss schauen, dass er da jetzt hier gesund durch Sakura Genesis rauskommt. Das ist halt hier wirklich ein reines Storyline-Match. Und genauso muss man es, denke ich, auch werten. Und dafür war es richtig, richtig gut. Und was man halt nicht vergessen darf an der Stelle, ist, was außerhalb des Rings passiert, nämlich, dass die Young Bucks noch irgendwann dazukommen. Und eben mittlerweile auch irgendwo ja, Farbe bekennen in Richtung Nicht-Cody. Ja, genau. Es sollte ja diesen Tablespot geben von Cody gegen Omega. Und da kommen dann eben die Bucks, haben sich dann blicken lassen und die haben dann Cody abgelenkt. Und dann hat dieser Tablespot vorerst nicht geklappt. Es gab dann noch einen Tablespot gegen Omega. Aber da waren die Bucks mal da und haben sich blicken lassen und haben sich dann eher jetzt auch nicht direkt gegen Cody gewendet, aber so ein bisschen. Ja, bisschen abgelenkt, würde ich mal sagen. Ja, also, sag mal, Handshake und so verweigern, ne? Ja, also da muss man vielleicht auch direkt mal auch auf dieses kleine Ding, was er auch in der Facebook-Gruppe geteilt hat, eingehen mit dem neuen Bullet Club-Logo. Grüße. Stefan hat mich leider gespoilert, er hat gemeint, das ist nur eine Story. Da war ich dann tief enttäuscht, nachdem er diese Story durchschaut hat. Nein. Nee, es war ja klar, nachdem ja Cody angekündigt hat, es gibt einen neuen Bullet Club, also ein neues Bullet Club Logo, dass das natürlich die Storyline wird. Und ich habe auch direkt dazu geschrieben, dass dann, wenn Cody ankündigt, es gibt ein neues Bullet Club Logo, dann wird sich das neue Bullet Club Logo definitiv auf sich beziehen. Und so war es dann letztendlich auch. Und Kenny hat dann auch direkt bei Twitter direkt dagegen geschossen, gemeint, es gibt kein neues Bullet Club Logo. Und natürlich, die Bucks haben noch mit dazu geschossen, von wegen, hey, das hättest du auch erstmal mit uns abklären müssen und so. Genau, die Bucks haben sich auch noch eingemischt. Und er darf keinen Bullet Club auf den Ärmel draufdrucken, weil das ist nicht mit ihnen abgestimmt worden. Genau, also das sind halt so kleine Details, die man halt wirklich in den ganzen sozialen Medien noch aufspielt. Ich muss mir auch nochmal Being the Elite angucken, die letzte Episode oder die letzten beiden Episoden, was man da ein bisschen so macht. Also man muss wirklich, um die ganze Story wirklich komplett zu verfolgen, musst du eigentlich den Bucks folgen, den Omega folgen auf den sozialen Kanälen, Cody natürlich, du musst Being the Elite auf YouTube angucken, du musst Ring of Honor verfolgen, du musst New Japan verfolgen. Die haben eine Storyline laufen, die ist über sämtliche Kanäle. Und es ist so interessant, diese ganze Storyline. Ich glaube, die wird jetzt schon für mich Storyline des Jahres werden. Und dieses Match natürlich auch wichtig, eben auf Hinblick für Ring of Honor, Supercard of Honor. Da gibt es ja die beiden Singles-Matches, eben Ibushi gegen Hangman und eben Main Event Cody gegen Omega. Ja, und dadurch, das Match war eigentlich ziemlich gut. Ich stimme da ehrlich gesagt, muss ich da ein bisschen gegen Nicole schießen, weil ich fand eigentlich, gerade in diesen Tag-Team-Matches, können die anderen drei Herrschaften eigentlich die Schwächen, die Cody so ein bisschen hat, mehr oder weniger eigentlich gut kaschieren. Und ich finde, Cody sieht in solchen Matches immer ziemlich gut aus. Da kann noch mehr Heel worken, gerade wenn er außerhalb... Er sah schon besser aus, fand ich. Also. Gerade wenn er eben außerhalb vom Ring steht und nicht gerade aktiver Mann ist, dann kann er sein ganzes Heel-Work ausspielen und dann kann er eben mit, wenn er eingetaggt wird, immer eben glänzen. Und eben dann kann man so kleine Scharmützel machen mit diesem Tablespot eben, solche kleinen Sachen. Also da ist dann Cody schon immer gut, wenn er noch ein paar Leute um sich rum hat, dann kann er da wirklich sich komplett entfalten. Und dann, also ich bin wirklich gespannt, wie diese beiden Matches bei Supercard of Honor werden, vor allem der Main Event. Also Da werden die Bucks dabei sein, da wird Ibushi mitmischen, das wird Overbooking as fuck werden. Mich würde es auch nicht, wenn es da Witterblut geben wird, das können sie richtig, richtig, ich bin da wirklich gespannt. Ich werde mir auch den Event angucken, live. Ich werde die Hall of Fames sausen lassen und werde mir nämlich mal dieses Ring of Honor Network mal dann mal einen Monat mal testen und werde mir den Event mal live angucken. Und ich bin da wirklich gespannt, wie das abläuft, das ganze Ding. Also das wird wirklich, ich glaube, es wird richtig geil. Ich freue mich da richtig drauf. Läuft nicht parallel NXT? Nee, ich glaube, NXT läuft doch jetzt immer samstags. Ja, aber ich glaube, das haben sie verschoben, oder? Ring of Honor doch auch, oder? Ist, ist, ich
Ich habe es jetzt nicht im Kopf eigentlich, aber eigentlich war es immer einen Tag davor. Ich glaube ja, Ring of Honor veranstaltet am Samstag. Die sind noch zeitgleich. Ja, das heißt, dass die beiden müssen gleich, ja. Ja, das sind die beiden heißen Shows an dem Samstag. Okay. Für die Smart Marks. Da muss ich jetzt quasi entscheiden, was auf meinem großen Fernseher läuft und was auf meinem Laptop läuft. Ja. Stell mal vor, du willst live vor Ort sein halt, ne? Hast ein Problem, hey. Musst du schon eine Show entscheiden. Weil live, guck mich das machen. Also hat ja zwei Augen, ne? Genau. Puls von Shawn Michaels, der kann auch ja. zwei Bildschirme gleichzeitig gucken. Ich möchte noch eine Aktion hier wirklich hervorheben, nämlich genau die Aktion, die wir beim Strongstyle Evolved Event so kritisiert haben, mit diesem bekloppten German Suplex gegen Matt Jackson vom Top Rope, hat man hier auch wieder angeteased und Page verhindert ihn. Mhm. Fand ich sehr smart, dass man eben die Moves dauernd anteased und dann eben dann nicht zeigt. Ja? Genauso wie man auch hier wieder die Golden Shower angeteased hat und nicht zeigt, weil es, ich glaube, Page auch wieder verhindert hat. Ja. Ja, also das ist schon sehr smart. Wenn die Golden Shower dann zum ersten Mal kommt, dann wird es einen riesen Pop geben in der Halle. Ja. Und weil du gerade gemeint hast, das Match wird vermutlich blutig werden. Naja, ich meine, Cody hat dann zu dem Zeitpunkt einen 7 Tage alte Platzwunde, die dann noch die Fäden drin haben wird. Das heißt, das Ding wird aufgehen, ja. wenn das Match intensiv wird. Ist natürlich vielleicht nicht unbedingt die schlauste Lösung, einen fast verhalten Cut wieder zu öffnen, aber ich meine, er ist halt so ein Oldschool-Wrestling-Geek. Das hat sein Vater schon vor 50 Jahren eben gemacht. Eben, er ist ein Rhodes. Also von daher. Ist ein Rhodes. Und deswegen hat er die blöden blonden Haare, damit er schön vollbluten kann. Ja, so ist es. Ich finde es eben wirklich smart, dass man hier an der Stelle eben tatsächlich auf der großen Bühne New Japan diese Ring of Honor Show bewirbt, dieses Ring of Honor Match bewirbt. Und ich bin wirklich mega gespannt, wie es wird und wie es weitergeht. Und es ist halt wirklich eine moderne Storyline, weil du eben nicht alles im Fernsehen erzählt bekommst, sondern eben auch in anderen Kanälen gucken musst und verfolgen musst. Aber es wirkt halt alles auch irgendwo organisch. Also ich habe an anderer Stelle schon kritisiert, dass ich nicht wirklich Bock habe, irgendwie WWE auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, auf Taut und keine Ahnung, was sie alles haben, zu folgen, nur um mitzubekommen, ob Rusev jetzt einen Pups gelassen hat. Ja, aber hier ist es halt wirklich Rusev, eine Story. Pupska. Weißt du, aber hier wirkt es halt irgendwo von der ganzen Erzählweise organisch und glaubwürdig. Und deswegen macht es halt eben auch Spaß, das alles zu verfolgen. Weil du merkst, da steckt so viel Herzblut drin und nicht einfach irgendeine Geschichte, wo sich irgendein Marketing-Genie hingehockt hat und gesagt hat, ja, also pass auf, wir machen jetzt hier eine Ankündigung, aber die gibt es jetzt nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem anderen Kanal, aus strategischen Gründen. Ja, mein Gott. Ja, ist wahrscheinlich genau die gleiche Herangehensweise, aber es wird halt organischer verkauft. Und damit haben ja, man hat halt, also die haben halt auch die Freiheit, ich meine, sie kriegen ja die Geschichte vorgegeben, so und so wird's, da und da ist das Match, wie ihr die Geschichte erzählt, das überlassen wir euch dann halt dann ein bisschen selber, ne? Richtig. Und das können die absolut gut, also und das ist halt das ganz ist halt, oldschool eigentlich. Ja, es ist oldschool, aber je mehr Freiheit man halt auch hat, da kann man sich halt entwickeln und neue Ideen halt mit einfließen lassen. Die Umsetzung ist absolut New School und modern. Ja, aber die Grundidee, ja, liebe Wrestler, wir sind hier am Punkt A, wir möchten zu Punkt B, den Weg dorthin, überlegt euch selber, ihr seid die Pros. Mhm. Ja, überlegt, wo sind eure Stärken, was könnt ihr machen, was liegt euch? Ja, das ist doch im Endeffekt ganz klassisches Wrestling. Ja, ich meine. Geschichten erzählen, prügeln, Geschichten erzählen, sich prügeln, Geschichten erzählen, sich prügeln. Da kannst du zurück in die Territory-Zeiten und kannst dir anschauen, was ein Harley Race und Ric Flair miteinander gemacht haben. Ja, da hast du halt gewusst, hier, Rick, du hast heute den Gürtel, du verlierst den heute an Harley und in den 60 Minuten, die ihr im Ring seid, könnt ihr machen, was ihr wollt. So einfach ist es. Das ist ganz klassisches Oldschool Wrestling Booking grundsätzlich in einer unheimlich
modernen und zeitgemäßen Verpackung. Ja, vor allem, du musst halt mal angucken, wer aus dieser ganzen Story eigentlich komplett profitiert. Da profitieren ja nicht nur Cody oder Omega, sondern ja, komplett die Mannschaft. Du konntest Ibushi mit dazufügen, du hast die Reunion der Golden Lovers. Du hast die Bucks prominent besetzt, du hast einen Hangman Page, der unglaublich gut eingesetzt wird in der ganzen Story. Marty Scurll ist da gut mit drin. Wir haben es ja vorhin im Opener mal erklärt, dass auch ein Chase Owens und Yujiro davon profitieren. Die GOD, alle, die da irgendwie Bullet Club Logo auf dem T-Shirt haben, profitieren davon. Die sind alle irgendwie relevant und alle wollen wissen, was macht der Charakter B, positioniert er sich jetzt zu Cody, zu Omega, was machen die? Da profitiert der YouTube-Kanal von den Bugs, die sozialen Kanäle, selbst Pro Wrestling Tees ist ja damit drin, nachdem sie angekündigt haben, sie wollen dieses Cody-Logo, was da jetzt, dieses neue Cody Bullet Club-Logo, was jetzt rausgekommen ist, das wollen sie nicht verkaufen. Selbst die sind dann irgendwie prominent vertreten gewesen. Jetzt hat aber New Japan dieses neue Ding da umgebaut, als Cody Rhodes T-Shirt, als Nightmare-T-Shirt, eben ein bisschen geändert. Hier kann man auch mal die Cash-Cow schön melden. Du hast es ja vorhin in der Facebook-Gruppe gepostet, Nicole. Ja. Da verdient man auch noch richtig Geld daran an dieser ganzen Story. Du kannst sie noch ewig weiterführen, weil ich glaube nicht, dass nach Supercard of Honor die Story zu Ende erzählt ist. Also die wird, denke ich, jetzt erst noch richtig heiß werden und mich würde es auch nicht wundern, wenn man die bis in den G1 reinfährt. Und ich glaube schon, dass vielleicht ein Cody, wenn er jetzt nicht wirklich die krass relevanten Storylines bei Ring of Honor hat, dass man dann diese Storyline um Omega dann auch weiter im G1 führt und dann, dass vielleicht ein Omega dann auch im selben Block ist wie ein Cody. Das würde mich alles nicht wundern, wenn man es bis durch den Sommer durchbuckt und vielleicht dann auch erst zu Wrestle Kingdom dann würde ich mal zum Ende bringen. Vielleicht dann bei Final Battle irgendwie, bei Ring of Honor, da vielleicht nochmal ein Match macht. Vielleicht kann man auch den Ring of Honor Title da irgendwie noch mit einbauen, wenn alle Stricke reißen, dann wird er auch noch irgendwie prominent vertreten. Also du hältst da so viele Möglichkeiten offen, also du könntest dieses Ding noch ewig bucken, diese Storyline. Ich finde, die steht ja jetzt eigentlich noch relativ am Anfang, also du kannst noch so weitermachen damit und dann eben, das ist krass, also diese Storyline ist so heiß, also Wahnsinn, wie man aus einfachsten Mitteln und einfach nochmal wirklich diesen Bullet Club nochmal so relevant gemacht hat. Wahnsinn. Also Chapeau, Ring of Honor, alle Beteiligten, New Japan, wieder alles an den Finger. Ich bin wirklich mal gespannt, wenn diese Storyline zu Ende erzählt ist, wenn dann so mal ein Cody oder ein Omega irgendwo bei Jericho im Podcast sitzt und dann mal ausführlich erklärt, wie diese Storyline war, wer die Ideen geliefert hat und so weiter. Dieses Basic-Wissen oder dieses Background-Wissen würde mich wirklich mal interessieren, wer hier die ganzen Strippen gezogen hat, wer die Ideen eingebracht hat. Also ich glaube, das ist wirklich absolute Anführungszeichen Masterminds dahinter. Also ich lasse mal wirklich eine absolute. Die wissen, wie Wrestling funktioniert, die wissen, wie modernes Wrestling 2018 funktioniert, die wissen, was die Fans wollen, die beobachten die sozialen Medien, was fordern die Fans, was wollen die sehen und genau das geben sie denen auch. Ja gut, man muss aber auch sagen, das geht ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Die machen das ja jetzt nicht auch erst seit vorgestern. Die haben ja auch schon Jahre investiert, um heute also da zu sein, wo sie ja eigentlich sind. Gerade ja, die Young Bucks halt. Die Bucks sind sowieso absolut. Das ist ja auch, sage ich mal, schon entstanden. Da waren die sozialen Medien noch nicht ganz so wichtig. Da haben die das ja schon ziemlich bunt getrieben, muss man ja sagen. Und es konzentriert sich halt auch nicht alles nur auf eine Person. Es wird halt gut verteilt und dementsprechend kannst du immer schöne Stories machen und schöne Matches wieder daraus kreieren. Es gibt da jetzt auch schon wieder neue Gerüchte, eben, dass Cody Rhodes jetzt Frauen zum Bullet Club holen will. Und da ist nämlich, also Brandy ist ja eh schon da, aber Emma, also Danielle Dashwood, glaube ich, heißt sie mit dem richtigen Namen, die wäre da so eine Kandidatin, die vielleicht dem nächsten Bullet Club Logo auf der Brust trägt. Fuck. Wird natürlich interessant, weil dann wird sie auf jeden Fall keine Bookings bei New Japan bekommen. Okay. Ich meine, Amber Gallows hat ja auch schon ein Match gehabt, ne? Das stimmt, Amber Gallows, The Bullet Babe, ja? Ja. Die hüpft doch, glaube ich, auch immer noch im Ring herum bei Shimmer und Shine oder so. Bestimmt. Ja, das ist auch, glaube ich, das Einzige, was sie macht, also rumhüpfen, weil wrestlen kann sie nicht so gut. Ich aber so, Nicole, du hast mir gerade so schöne Überleitung angeboten. Also gemeint, dass dir es geht ja nur oder es geht ja nicht immer nur um einen. Doch, es geht immer nur um einen. Es geht um Katsuchika Okada im Main Event. Der Mann, der den Gürtel trägt. Und wir hatten es gerade schon angedeutet, langfristige Storylines. Man hat jetzt tatsächlich scheinbar 2 Jahre lang
ich möchte jetzt mal nicht sagen, immer komplett absichtlich, aber tatsächlich auf über 2 Jahre auf eine Story hingearbeitet, die jetzt im Mai bei Wrestling Dontaku 2018 im Rekordversuch von Okada endet. Katsuchika Okada hat bei Sakura Genesis die 11. Titelverteidigung erfolgreich durchführen können gegen Zack Sabre Jr., hat den Rekord von Tanahashi geteilt und ja, bei Dontaku haben wir dann das Match der beiden gegeneinander. Logische Storyline, weil Tanahashi möchte seinen Rekord natürlich nicht abgeben. Finde ich hervorragend. Ist wahrscheinlich irgendwo genauso wie die Taker-Streak durch Zufall irgendjemand aufgewendet. Ah, verdammt, jetzt hat er ja schon 7 Titelverteidigungen. Jetzt machen wir auch noch die 12 voll. Der Weg dorthin war für Katsuchika Okada bei Sakura Genesis, ich sag mal, hart, lang und schmerzhaft, weil Zack Sabre Jr. hat ihn verknotet und verbrezelt. Ach, ich hatte meine Freude. Mein Match of the Evening. Danach hat er wahrscheinlich auch erstmal gedacht, scheiße, was war das denn jetzt hier? Meine Knochen, aber, meine Bänder. Ja, was ich an dem Match wirklich richtig geil fand, Okada ist immer genau dann wirklich gut, wenn er eben kein Okada-Match wrestlen darf. Das haben wir gesehen in dem dritten Aufeinandertreffen gegen Kenny Omega, wo er einen Sprint wrestlen musste, weil sie nur 30 Minuten Zeitlimit hatte. Das haben wir gesehen letztes Jahr bei Sakura Genesis gegen Shibata, der ihn ansonsten umgebracht hätte mit seiner Stiffness. Und das haben wir jetzt hier gesehen mit Zack Sabre, der halt den Submission-Style perfektioniert hat. Und Okada hat hier halt wirklich mal kein Okada-Match gewrestelt, sondern hat halt versucht, ja, selber Submission-Style zu wresteln. Und den ersten Strike in dem Match sehen wir nach über 10 Minuten. Und bis dahin bekommen wir halt ein Matworking und Okada versucht hier seine Toriumon-Dojo-Skills und Lucha-Submissions auszupacken, wie es Rocky Romero im Kommentar wirklich hervorragend beschrieben hat. Und hatte halt wirklich 10 Minuten lang mit Zack Sabre so einigermaßen mithalten können. Und dann hat ein Zack Sabre durchschaut. Und dann ging es 20 Minuten lang in den Brezelmodus. Und ich war hin und her gerissen. Ja. Was Zack Sabre alles ausgekontert hat. Der brillante Dropkick von Okada, den Zack Sabre zum STF kontert. Ich bin aufgespielt. Was zum Geier passiert hier gerade. Ja. Die Rainmaker-Pose wird gekontert. Der Rainmaker wird gekontert. Ja. Alles, was Okada an Signature-Moves hat, ist verdammt nochmal ausgekontert worden. Er ist verknotet worden. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Submission Holds von ihm gesehen. Brillanterweise haben wir nicht den Orienteering with Napalm Death gesehen, also der Move, der Tanahashi zur Aufgabe gezwungen hat. Das ist ja sozusagen der Super Submission Move und den hat er nicht durchgebracht. Und das ist vielleicht auch der Punkt, weshalb er den Gürtel jetzt halt nicht um seine schmalen Hüften hat. Schmalen Hüften. Und das war ein hervorragend erzähltes Match. Ein hervorragend getimtes Match, 35 Minuten fast, aber im Gegensatz zum Junior Heavyweight Match fand ich die hier angemessen, weil das eben ein Submission-Style ist und das ist halt mal ein bisschen langsamer und er ist halt spannender und du hängst halt mal länger in einem Submission-Hold drin als zu einem Three-Count am Boden. Und insofern habe ich da eben überhaupt kein Problem mit der Zeitangabe in dem Match. Viel länger hätte es allerdings auch nicht sein sollen. Für meinen Geschmack halt ist Ender wieder halt so ein bisschen Okada-mäßig, ne? Also hier Tombstone, Rainmaker und Finish. Aber wir haben es ja im Endeffekt kommen sehen. Also so enden halt mal Okada-Matches heutzutage. Aber wie gesagt, der Weg dorthin, fantastisches Wrestling-Match. Jetzt kommt ihr, Nicole. Ja, genau dein Style, halt auch, oder? Genau mein Style. Nee, ich wusste ja, was mich erwartet. Also, und jeder, der mich kennt und weiß, das ist nicht mein Style, habe ich gedacht, so, okay, Nicole hier, entspann dich. Es wird jetzt auch ein bisschen langsamer. Und ich fand es aber ziemlich witzig, halt auch gerade in der Anfangsphase, wie beide sich halt so versucht haben, so zu bearbeiten, halt, dass jeder irgendwie der Erste sein wollte, hier nach dem Motto,
dich verknote ich zuerst. Nein, nein, das tue ich. Nee, nee, ich tue das. Und wer Zack kennt, das kann eigentlich nur einer so gut, und das ist halt er. Also mein Gegenüber den anderen Matches ist klar, dass halt Tempo hier nicht die Rolle gespielt hat. Aber die Schlussphase, ich fand es halt in der Mitte, irgendwann reißt mir dann doch der Geduldsfaden, muss ich sagen. Dann kann ich mich nicht mehr so drauf konzentrieren, aber es war vielleicht 5, 6, 7 Minuten oder so, und dann habe ich wieder gezielt hingeguckt. Und die Schlussphase fand ich auch extrem spannend. Und ich fand, dass Silver Junior halt absolut stark dargestellt halt worden ist, halt in der Phase. Und ich mir auch nur gedacht habe, so, oh, geil, es wäre schon ziemlich witzig, wenn er sich jetzt doch den Titel holt. War klar, dass er es nicht tun würde, aber ich habe mir gedacht, ja, ja, so könnte es aussehen mit diesem Match. Wenn er ihn gewinnen würde, dann so. Also es war schon ein hervorragendes Match. Für mich vielleicht dann doch 5 Minuten zu lang. Aber schon sauber gemacht, muss man sagen. Also von beiden auch. Definitiv. Obwohl ich nicht von Okada-Fan bin, aber ich gestehe ihm immer zu, gute Matches zu machen. Er ist halt nur nicht mein Fan-Favorit in dem Sinne. Außer das Ende sah ein bisschen komisch aus, fand ich jetzt. Der Rainmaker, weiß nicht, sah irgendwie ein bisschen zum Schluss. Oder die Kamera war halt wieder ein bisschen blöd eingestellt. Weiß man nicht. Bei New Japan finde ich manchmal auch die Kameraeinstellung ein bisschen problematisch. Ja, aber gutes Match. Ja, Alex, du hast ja gestern schon dich mit mir kurz ausgetauscht. Die Arroganz von Okada, ne? Ja, habe ich dich ja markiert in einem Facebook-Post. Ich meine, das Match hast du eigentlich wunderbar zusammengefasst. Ich muss eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Es ist nicht mein Stil. Ich habe mich zwar aufs Match gefreut, mir war es aber dann doch... Ich meine, es war klar, dass es mindestens eine halbe Stunde dauert, aber es ist halt... Bei Zack habe ich halt immer so ab 15 Minuten habe ich dann langsam das Problem, ich schlafe irgendwann mal ein. Egal wie gut es ist, es ist einfach nicht mein Stil. Ja, es war ein hervorragendes Match, gebe ich auch alles gerne zu, und auch gerade am Anfang, wie er versucht hat, eben Zack mit eigenen Waffen zu schlagen, quasi auch mit Submission Wrestling. War auch ganz interessant alles, aber dann, wie dann die Zack-Saber-Phase anfing, wo er halt einfach umgelegt hat und dann Okada verbrezelt hat, war dann doch sehr lange und mir etwas zu langweilig. Und am Ende war halt wieder der typische Okada eben mit Rainmaker, Tombstone, hast du ja alles gesagt. Ich fand die Rainmaker am Ende dann eigentlich, klar, die waren sehr sloppy, aber auf der anderen Seite hat es auch gepasst, wo Okada einfach komplett im Arsch war und der war froh, dass das Match rum war. Also Zack geht hier auf jeden Fall gestärkt aus dem Match raus, da muss man wirklich sagen. Er hat ja den Champion den Arm kaputt gemacht und Arm kaputt gemacht. Oder abgerissen fast. Also von daher, also Zack geht da definitiv stark aus dem Match raus. Also mal gucken, ob der jetzt weiterhin gepusht wird. Mal schauen, wo es jetzt mit dem hingeht nach dem sehr starken Sieg im New Japan Cup und eben jetzt mit dem Match gegen Okada. Mal schauen, ob es da vielleicht irgendwie in Richtung Singles-Match geht. Singles-Title, mal schauen. Wird man sehen. Ja, ein Problem hatte ich schon mal, wo ich gleich, bevor das Matchup anfing, bewusst war, dass das Match definitiv Okada gewinnen wird, weil man hat nämlich vor Match noch eine Videosequenz eingespielt und nochmal deutlich veranschaut. Tanahashi 11 Verteidigungen, Okada 10 Verteidigungen. Und dann wurde genau gewusst, wenn du jetzt schon vor Match erstmal Tanahashi einblendest, mit der Riesenzahl 11 dahinter, weißt du das gleich, dass dann nach dem Match auch beim Okada die Zahl 11 stehen wird. Und deswegen war es eigentlich ganz völlig klar und mir war es auch genau klar, dass gleich Tanahashi rauskommt nach dem Match und sein Match einfordert. Und so war es dann letztendlich auch. Und ja, jetzt nochmal zu den Aussagen von Okada nach dem Match oder beziehungsweise auf der Pressekonferenz. Der hatte nämlich hingesetzt und meinte, naja, Tanahashi in der körperlichen Form, wie er momentan ist, ziemlich langweiliger Gegner. Selbstläufer. Und wer sich immer noch Ace nennt, sein Problem. Er ist nicht das Ace, aber er soll sich ruhig mal der Ace nennen. Aber letztendlich weiß ja jeder, wer hier der Beste ist. Und ja. Er hat ja gerade den Rekord praktisch gleichgezogen mit 11
erfolgreichen Titelverteidigung, hat halt auch in der Pressekonferenz gemeint, naja, ich peile da mal 100 an. Ne? Ja, ich habe es auch mal ausgerechnet, es soll dann so in 10, 11 Jahren wäre dann fertig damit. Und dann wäre, glaube ich, 41, 42, dann könnte er auch direkt zur WWE rüberwechseln, wäre das perfekte Alter. Also ich glaube, da hat sich da einen Plan bereitgelegt für die Zukunft. Also stellt euch schon mal, dass wir die nächsten 11 Jahre Wrestle Kingdom Main Event Okada sehen werden. Nein. Ja. Genau wie man Roman Reigns für WrestleMania die nächsten 11 Jahre WrestleMania Headline haben wird. Ja. Und ich sehe ein ganz großes Kino mit Okada gegen Roman Reigns. Einmal im Dome und einmal bei WrestleMania. Ich glaube, Okada wrestelt irgendwann noch den Taker. Nee. Ja. Aber wie gesagt, ich wollte nochmal auf die Arroganz eingehen von Okada. Also nicht nur jetzt bei der Pressekonferenz, sondern eben auch als roter Faden durch seine ganzen Titelverteidigungen, ja. Weil er halt immer irgendwo sich bemüht sieht, den Stil seines Gegners zu wresteln und halt zu zeigen, hallo, ich bin nicht nur der Champion, sondern ich bin der Champion, der den Stil, den du wrestlest, besser kann als du selber. Mhm. Ja, und dass er dann eben hier versucht, einen Zack selber auszuwresteln, 10 Minuten lang, bis dann Zack halt, wie du es eben vorhin schon gesagt hast, und sagt, okay, jetzt machen wir ernsthaft, ja, und jetzt nehme ich dir deinen Arm weg. Das war schon stark. Also sowohl eben von Okada, der eben dieser cocky Bastard mittlerweile ist, als auch selber, der halt irgendwann sagt, komm, ich habe jetzt die Schnauze voll von einem Kindergarten-Gecatche hier. Jetzt wresteln wir mal hier wie echte Lauchs und so, ne? Und, wie echte Lauchs. Ja, und dann geht's dann los. Englische, ne? Lauchs, ja. Ja, wie echte englische Gentlemen, wie es eben in der Pressekonferenz auch gemeint hat nach dem New Japan Cup. Jetzt zeige ich euch mal, wie man in Japan wrestelt. Ich fand das aber auch mit dem Bier voll gut. Muss ich einfach noch erklären. Also das war ein grandioser Monat für Zack Sabre. So wie er dargestellt wurde, schadet ihm die Niederlage überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ist er wirklich stark rausgekommen. Okada hat einen weiteren starken Gegner besiegt, hat einen weiteren Gaijin besiegt. Das haben sie extra noch betont, dass von den 11 Titelverteilungen, ich glaube, jetzt 7 Gaijins waren. Das ist auch ein neuer Rekord, glaube ich, inzwischen. Mhm. Das ist eben auch so eine kleine Randnotiz, das kann man auch mal machen, so als Gaijin-Killer dann vielleicht noch als Gimmick nebenbei. Das wäre dann fast schon die Tendenz, dass nicht Naito, sondern Omega ihm den Gürtel abnimmt irgendwann. Ja. Und ja, grandioses Match, grandioser Monat für Zack Sabre, starke Titelverteidigung für Okada und dann eben der Moment, wenn Tanahashi rauskommt und das Publikum wirklich zum ersten Mal geschlossen Go Ace brüllt. Und es ist halt das erste Match der beiden seit 2 Jahren. Wir haben es im G1 vor 2 Jahren das letzte Mal gesehen. Da war es in 30 Minuten unentschieden. Davor war es das Match bei Wrestle Kingdom, was ja Okada gewonnen hatte. Und naja, wir wissen ja, wie Tanahashi drauf ist. Ne? Es ist halt Tanahashi. Tja, also das Match vor 2 Jahren war ein sehr, 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 sehr gutes Match. Also die sind alle sehr, 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 sehr gut. Und wie gesagt, auch wieder was Gutes dabei rauskommt. Auch ein verletzter Tana kann halt immer noch bessere Matches wresteln als manche unverletzten Wrestler. Und wie nett aussieht. Natürlich wird der Rekord brechen. Also Okada wird die Nummer 1 hier werden. Es ist einfach die Fackelweitergabe an der Stelle in meinen Augen ganz klar. Okada ist über 10 Jahre jünger als Tanahashi. Ist halt der Mann für die Zukunft, geht dann halt als mega, mega Babyface, ne, nicht mal Babyface, aber Champion halt in die Annalen ein, hat einen fantastischen Run, ist jetzt Stand heute zum Zeitpunkt der Aufnahme 655 Tage Champion. Und da ist halt kein Ende in Sicht. Das ist ein fantastischer Run. Die 2 Jahre, die sehe ich auch, dass er die noch voll macht. Das wäre am 19. Juni. Das wäre nach Dominion dann tatsächlich. Da müsste er als Champion fast in den Climax reingehen. Aber nachdem wir ja gesagt haben, Wrestle Kingdom als Titelverteidiger reingehen, als immer noch Champion da reingehen, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil so viele Titelverteidigungen werden nicht mehr kommen dieses Jahr dann. Mm, ja, das ist eigentlich auch gesehen. Immer ganz gut halt, dass es ja nicht immer ganz so viele Titelverteidigungen gibt. Weil ich meine, wir haben jetzt auf alle Fälle noch eine bei Dontaku, weil es sind ja 2 Shows Wrestling Dontaku.
Mhm. Ein Main Event ist dann eben Tanahashi gegen Okada. Mhm. Wir werden mit Sicherheit bei Dominion ein Titelmatch haben. Dann ist der G1, Juli, August. Da gibt es keine Titelmatches. Ja. Aber da wird er vermutlich mal ein oder zwei Matches verlieren. Was dann halt nochmal Matches dann für den Herbst aufbaut. Hier King of Pro Wrestling. Vielleicht eine Destruction Show oder sowas. Und dann sind wir ja fast schon wieder bei Wrestle Kingdom. Also ich sehe hier 3-4 Verteidigungen noch für dieses Jahr. Und das war's dann. Das würde heißen, dass er mit irgendwas um 14 oder 15 Titelverteidigungen rum nach Wrestle Kingdom fährt. Hm. Ich sehe es jetzt nicht so, aber... ja, was wird die potenziellen Gegner für Okada? Eigentlich hat er ja nach, jetzt nochmal Tanahashi im Hauptort weg. Wer wäre denn jetzt noch da? Also, wie gesagt, ein Omega ist halt jetzt noch logisch, das Match wird kommen. Ich habe es ja mal gedacht, ich habe ja im letzten Podcast erwähnt, dass es vielleicht als Main Event für die nächste US-Show mal stattfinden könnte, weil da wollen wir ja in diese 10.000 oder 12.000 Mannhalle, da braucht man auf jeden Fall einen geilen Headliner. Ich meine, das macht sich dann bestimmt gut. Okada gegen Omega als Main Event auf amerikanischem Boden, das Match. Kann man machen. Ganz bekloppten Namen reinschmeißen in den Pool. Ja, bitte. Für Herbst rum, so als Aufbau Richtung Wrestle Kingdom. Ja, Chris Jericho. Ja. Hatte ich komischerweise scherzhaft auch mal dran gedacht. Gut. Alles andere hat er ja schon besiegt. Ein Omega hat er besiegt, ein Naito hat er besiegt, ein Ibushi hat er schon besiegt, Sanada hat er besiegt, Evil hat er besiegt und das ist dann halt schon die ganze Uppercard, ne? Ja, und deswegen war er. Hat er besiegt, dann sind wir schon eine Ebene drunter, da sind wir hier dann bei Elgin Maccabe und so, solchen Leuten. Goto. Ishii hat er nicht besiegt. Von Ishii drückt er sich die feige Sau. Der weiß auch warum. Ja, aber deswegen ist, denke ich mal, auch so, wer wäre jetzt noch da? Und Omega ist halt momentan noch besetzt eben mit dieser Storyline. Und wenn es länger dauert, die Storyline, dann ist halt auch ein Omega momentan jetzt nicht greifbar oder würde ist nicht passen. So, und wenn jetzt Naito eben das Match verlieren sollte oder gewinnen sollte, je nachdem, so ein Titel gegen Titel-Match hätte schon was, wenn du da wirklich ein Match ansetzt. Okada setzt seinen Titel aufs Spiel und Naito oder Suzuki setzt dann seinen Titel aufs Spiel. Das hätte natürlich schon extrem Prestige. Also, wenn da beide Titel auf dem Spiel stehen, dann geht jemand als Doppel-Champion raus. Hätte schon was. Ob man es wirklich dann macht, ich weiß gar nicht, ob es sowas oft schon gab bei New Japan, da kenne ich mich in der Geschichte von New Japan nicht so aus, ob es da schon Titel gegen Titel Matches gab oder ob das überhaupt irgendwie schon mal war, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich jetzt cheaten. Aber Doppel-Champion würde schon gehen, aber nicht mit dem IC und dem IWGP. Das wäre halt wirklich krass. Also das. Weißt du, weil die sind ja praktisch auf einem Niveau. Eben, aber man weiß nicht, ob gerade jetzt nochmal zum Gott-Status hochheben will und er ist ein Doppel-Champion. Ja, klar. Mich würde es wundern, würde es mich nicht. Also, aber wie gesagt, es gibt ja immer noch so ein bisschen Unfinished Business mit Suzuki eben vom G1 mit dem Draw und eben auch in dem Tag-Match da bei Strong Style Evolved. Würde mich jetzt nicht wundern. Jetzt eben Sekt hat es eben nicht geschafft und muss vielleicht der Chef persönlich da nochmal ran. In dem Atemzug möchte ich auch einen Cody fast nicht ausschließen. Ja. Hat man zwar auch schon, er hat ja auch schon weggewischt, ne? Aber. Ja, du hast eigentlich keine neuen Gegner mehr, also müsstest du neue Leute verpflichten. Aber die müsstest du erstmal aufbauen. Ja. Also du holst halt wirklich einen Top-Draw von der WWE oder sowas, aber. Rock würde schon. Lesnar. Ja, gut. der dann den Titel zurückholt, den er nie verloren hat. Das stimmt allerdings. Ja. Übrigens, ich hab letztens beim Strong Style Evolved Podcast erwähnt, dass Okada noch nie abgeklopft hat. Das stimmt nämlich nicht. Ich habe es nämlich nochmal eingespielt. Er hat die einzige Niederlage war gegen Nakamura. Da hat er abgeklopft. Und das haben sie auch sehr smart aufgespielt, indem Zack selber die gleiche Aktion gezeigt hat. Ganz genau. Sehr, sehr schönes Storytelling. Weil man auch extra noch im Video darauf hingewiesen hat, Achtung, das ist die Aktion, bei der Okada damals aufgegeben hat im G1 25.
Und dann zeigt Zack Sabre genau die gleiche Aktion. Zack Sabre ist halt nochmal deutlich stärkerer Submission Specialist als Shinsuke. Das hat man schon sehr, sehr cool gemacht wieder. Also habe ich sehr viel Liebe für dieses Match. Ja, die Details bei New Japan Matches immer wieder gern gesehen. Also ja, wie gesagt, ich sehe für beide ein spannendes, also auch für Zack, ein spannendes zweites Halbjahr jetzt dann auf sie zukommen. Ich sehe, dass Zack einen verdammt starken G1 wrestlen wird. Wenn er teilnimmt, wird er einen verdammt starken G1 bekommen. Der letzte war ja schon ziemlich stark, muss man sagen. Für sein Debüt G1 hat er ziemlich viele Punkte schon abgeräumt. Und der hat auch aber jetzt ist er halt over, ne? Und hat halt jetzt noch mehr, einmal die komplette Topcard besiegt. Ja, mit Zack hast du noch viele Storylines, kannst du noch viele Storylines laufen lassen und auch ein zweites Match gegen Okada mit Sicherheit, vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, ja, vielleicht doch im G1, kann ich mir vorstellen, da könnte es dann Zack, könnte dann vielleicht dann eine Niederlage für Okada sein, eben im G1 gegen Zack. Da geht es nur um keinen Titel und das wäre dann so eine der möglichen Niederlagen eben für Okada. 1 bis 2 werden sie immer sein, gehe ich von aus. Ja, Zack wäre da so ein Kandidat. Und am Schluss ist dann tatsächlich Toru Yano, der ihm den Gürtel abnimmt. Gott, die größte Trigger Party. Im Matze würde so feiern, die größte Trigger Party aller Zeiten. Ja, das wäre doch fast schon eine Golden Trigger Party. Oh ja. Weil sie hier so Haare ziehen, Einroller, 700 Tage Titelregentschaft im Arsch. Ich würde es auch feiern. Es wäre fast zu geil. Also, dann wäre irgendwie sofort bei mir auf Platz 2 beim Wrestler des Jahres. Ja, wäre auf jeden Fall interessant, ja. Ja. Habt ihr noch was zu Sakura Genesis? Ich denke, es wurde alles gesagt. Ja. Nicole, hast du noch was? Nö. Gut. Wir haben ja im Laufe des Podcasts immer mal wieder so die anstehenden Titelmatches eingestreut für die Road to, für Hinokuni und so weiter. Es gibt da natürlich noch Wrestling Dontaku, wie gesagt, 2 Tage diesmal, nicht einen wie letztes Jahr. Am ersten Tag haben wir unter anderem eine Verteidigung des Never Open Weight Six-Man Titles zwischen Tamatonga, Tangaloa, Bad Luck Fale gegen die Young Bucks und Marty's Girl. Das ist in echt auch eine interessante Zusammensetzung. Ich glaube, hier könnte es auch mal einen Titelwechsel geben. Und das wäre wieder eine kleine Brisanz, die man damit reinstreut. Ob es dann immer noch alles. Ja, weil halt auch die Personalie Marty's Girl halt immer noch so ein bisschen unklar ist. Ja. In dem ganzen Civil War. Co-Main Event und Main Event bei der Show sind auch sehr spannend. Kota Ibushi gegen Cody im Rematch von Wrestle Kingdom. Ja, wissen wir, glaube ich, wer jetzt den gewinnt. Kenny Omega gegen Hangman Page im Main Event. Also im Endeffekt Super Card of Honor gedreht. Mhm. Finde ich sehr interessant von den Paarungen. Am zweiten Tag haben wir dann die Titelverteidigung von Will Ospreay gegen Kushida, die wir ja vorhin schon ausgiebig besprochen haben. Und dann natürlich das lang erwartete Katsuchika Okada gegen Hiroshi Tanahashi Match. Die 12. Titelverteidigung für Okada oder die erfolgreiche Verteidigung des Rekords von Tanahashi. Das wird irgendwo schon wieder sehr dramatisch werden. Die beiden haben es einfach drauf miteinander. Ich habe noch kein schlechtes Match der beiden gegeneinander gesehen. Das wird auch hier wieder eine Schlacht. Wir haben hier wieder 60 Minuten Time Limit. Das wird hier so ein schönes 35 Minuten geiles Ding hier. So episches Gedönse, wo am Schluss Okada Händchen hält und Rainmakers rausballert bis zum geht nicht mehr. Also ich gehe von mindestens 4 Rainmakern und 17 High-Fly-Flows aus und ja, wir kennen es ja, was die beiden machen und es wird einfach gut und am Schluss werden alle komplett platt sein im Publikum nach einer Schlacht von dem Ausmaß. Ja, so wird es sein. Ich hoffe nur, dass man dieses Junior-Heavyweight-Match zwischen Ospreay und Kushida vorher nicht auch wieder eine halbe Stunde zieht, weil sonst wird es dann echt too much. Weil also Okada Tanahashi, glaube ich, nicht unter 3/4 Stunde, also wenn die nicht sogar Richtung Time Limit Draw gehen. Könnte vielleicht auch für längere Zeit das letzte Okada gegen Tanahashi-Match sein. Ja, wie gesagt, alle 2 Jahre kann man sich sowas schon mal anschauen. Ja. Ob dann in 2 Jahren noch Tanahashi, naja, doch, Tanahashi macht es noch mit, egal wie kaputt er ist. Ja. Und Spoiler,
zu Kushida gegen Will Ospreay sehe ich Ospreay minutenlang in irgendwelchen Submission-Holes. Er wird schreien wie ein Mädchen, wie er es immer macht. Ja. Und natürlich wird er nicht aufgeben, weil er ist super Ospreay. Und danach kommt Ray und fordert ein Match bei Wrestling Dontaku. Gibt es auch am zweiten Tag gibt es auch wieder ein schönes. Nicht Dontaku, sondern bei Dominion, Entschuldigung. Dominion. Da gibt es auch wieder ein schönes Six-Man-Match mit interessant. Bullet Club und Kota Ibushi. Also Bullet Club, Omega, Bad Luck, Fale, Tamatonga und Tangalo und Kota Ibushi gegen Cody, Hangman, Marty Scurll und Skrull. Die Young Bucks. Skrull, Scurll, irgendwas. gegen die Young Bucks. Also auch hier ist es ganz interessant, dass Kota Ibushi jetzt neuerdings irgendwie im Bullet Club rumhängt. Musst du zwangsläufig irgendwie mit drin sein. Also ich würde es nicht, wenn man da irgendwann mit dem Bullet Club-Shirt rauskommt. Vielleicht teilt er sich ja mit Farley dann so ein Ehren-Tongalesen-Shirt. Honorary Tongan und so. Er ist halt auch ein OG, der gute Kota. Das stimmt. So, damit haben wir unseren Part für heute erfüllt. Ich denke, wenn wir hier jetzt dann den Deckel drauf machen, sind die WrestleMania-Kollegen wahrscheinlich bei Match 2 oder so. Von 22 oder so gefühlt. Ja, dann fehlt einzig nur noch Fazit und Wertung auf Sakura Genesis. Von euch auf diese Show. Alex. Ja, ich habe es ja im Mini-Fazit vorhin schon mal erwähnt. Ich fand, es war wieder eine sehr runde Show. Gerade jetzt nach einem starken Strong Style Evolve Event in Amerika. In der Woche drauf gleich wieder so ein relativ starken Event. Ich fand die beiden Main Events gut, auch wenn jetzt der Style von Zack nicht so meins ist. War natürlich objektiv bewertet. Trotzdem ein fantastisches Match. Und natürlich auch, ich fand halt auch Will Ospreay gegen Marty Scurll sehr geil, persönlich. Auch mit so einem bitteren Nachgeschmack, eben mit dem Finish. Aber haben wir ja besprochen. Natürlich Golden Lovers gegen Bullet Club hat mir auch gut gefallen. Das waren auch wieder drei starke Matches, die dann die Show auch abgerundet haben. Midcard war okay. So Sachen wie jetzt eben Chaos, also Yano und Ishii gegen Suzuki Gun, das war nix. Will ich auch nicht weiter darüber eingehen. Auch das Never Open Six-Way Title Match war nix. Aber ansonsten, das war trotzdem eine sehr solide Nummer und die drei letzten Matches haben es nochmal aufgewertet. Also ich gebe da 7,5. Das ist eine grundsolide Bewertung. Ich denke es auch. Nicole, grundsolide oder gehst du drüber? Ich gehe ein bisschen drüber. Also grundsolide für mich jetzt abgesehen, also auch in dem einen Tag Team Match, aber ich liebe die Japaner auch, wie sie immer mitgehen. Also wenn halt ein Heel auch reinkommt, wird er halt kontinuierlich ausgeruht. So muss das sein. Und der Face wird bejubelt. Das gibt immer Stimmung. Das macht so viel aus, muss ich jedes Mal wieder sagen, wenn ich in ein paar Wrestling-Shows gucke und in der anderen Wrestling-Show sitzen alle so rum, so. Ja. Matches alle gut. Stories gehen weiter. Wurden auch da weitergeführt. Gibt wieder Neues. Ja, alles wrestlerisch. Auch alles absolut Highlight wieder. Also alles gut, wie immer. Für mich. Bei New Japan eine 8. Mache ich da mal draus. Ja, die mache ich auch draus, die 8. Das war für mich eine Show, die tatsächlich ja als Übergangsshow zu betrachten ist. War ja letztes Jahr auch schon so, dass Sakura Genesis eigentlich von der Bedeutung her ja Transition-Show ist, weil ja mit Dominion das nächste Große schon am Horizont steht. Letztes Jahr haben halt diesen Mega-Show-Stealer mit Shibata und Okada. Oh ja. Also so ein, ich sag mal, herausragendes Match hat man jetzt dieses Jahr nicht. Auch wenn für viele eben Ospreay und Skrull Match of the Year-Kandidat ist. Den habe ich jetzt halt an der Stelle für mich persönlich jetzt nicht gesehen. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich habe mir dafür halt einen halben Ast gefreut am Main Event, der genau meinen Stil halt bedient hat. Ich hatte gute Unterhaltung bekommen mit allem,
was den Bullet Club betrifft. Das ist nämlich eben dieser ganze Entertainment-Part, der da eben von New Japan aktuell bedient wird. Der Wrestling-Part, den ich dann eben so sehr bevorzuge, den bekomme ich dann halt beim Main Event mit Okada und Zack. Oder eben bei solchen Geschichten wie eben Suzuki-Gun gegen LIJ. Ja, allein wie Minoru Suzuki hier am Ausrasten ist, da schlägt mein Fanherz gleich doppelt so schnell und doppelt so hoch. Ja, wenn er eigentlich schon gegangen ist und dann doch nochmal zurückkommt und beschließt, ach komm. Immer das Gleiche. Ich hau halt doch noch was kaputt. Ich sag mir echt immer im Kopf, wenn der abdreht, denke ich mir immer, Alter, kommst du eh wieder zurück. Und schwupps, dreht er sich gleich wieder um. Ja. Das ist echt. Ja, Erwartungshaltung erfüllt. Check. Ja. Check. Wie gesagt, dann die Midcard, die Matches waren okay bis gut. Also gerade das Match mit Finlay, Juice hat schön Aufbau betrieben. Ein bisschen Enttäuschung eben die Junior Tag Team Division, weil wir eben von den Jungs eben schon Besseres gesehen haben. Aber auch hier halt im Endeffekt ein reines Aufbaumatch hin zur Singles-Verteidigung zwischen Suzuki-Gun und LIJ. Das ist halt aktuell der maßgebende Punkt, die maßgebende Story zwischen den beiden Gruppierungen. Und über Ishii, Yano und Taichi und Isuka möchte ich einfach mal den Mantel des Schweigens hüllen. Damit sind 8 Punkte, glaube ich, eine insgesamt sehr faire Benotung. Zum Beispiel bei 7,83 im Durchschnitt. Auch das finde ich absolut in Ordnung für diese Show. Ich habe im letzten Bewertung mal gesehen von jemandem, dessen Meinung ich wirklich eigentlich sehr schätze. Der hat gemeint, es ist die schlechteste Sakura Genesis Show aller Zeiten. Ja, wundert mich nicht, das ist ja auch erst die zweite. Richtig. Ja, also das einfach mal so schön locker durch die Hose atmen. Invasion Attack war auch nicht immer Gold, was glänzt. Und bei den Mengen an Shows, die wir jetzt hier aktuell von New Japan um die Ohren geballert bekommen, da muss man auch nicht bei jeder einzelnen Show 110% geben. Da reichen auch mal 95, wenn man zu den Big Matches dann 110 gibt. Und insofern ist das hier für das, was es sein sollte, eine absolut gute Show. Ich sag mal, wenn man nicht die kompletten 4 Stunden oder 4 Stunden plus investieren möchte, guckt man sich halt die zweite Hälfte an. Genau. Also alles ab Suzuki-Gun, also das KAS und Suzuki-Match gegen LIJ, ab da kann man eigentlich gut einsteigen. Und dann bekommt man schönes Wrestling geboten, man bekommt ein schönes Storytelling geboten, man hat die wichtigsten Entwicklungen mitbekommen und man muss dann halt nicht auch sich nicht jedes einzelne Match angucken. Genauso wie jetzt auch auf der Tour, man sich nicht jedes einzelne Six-Man, Eight-Man, Ten-Man Tag Team Match angucken muss. Auch wenn es wieder ein paar Elimination Matches gibt, die traditionell immer ein bisschen spaßiger sind, weil sie ja auch so halb mit Rumble Rules laufen und dann eben auch mal ein Okada übers Top Rope fliegen kann und von einem Chase Owens oder sowas eliminiert wird. Wo wir dann den nächsten Contender hätten übrigens. Das ist dein Wunsch, oder was? Nee, aber nur mal so, also wir hatten letztes Jahr so ein Match, wo dann eben ein Evil, der gerade von diesen G1-Sieg im Gepäck hatte gegen Okada, Okada in so einem Match tatsächlich eben übers Top Rope eliminiert hat und damit halt seinen Titelmatch-Anspruch nochmal untermauert hat. Und sowas finde ich halt dann schon nettes Stilmittel, wo du halt eben auch einen Champion tatsächlich mal verlieren lassen kannst, ohne dass er gepinnt wird und ohne dass halt Ghetto sich hinlegen muss. Genau. Und das ist halt charmantes so Ding, ganz einfaches 1x1 im Wrestling und was anderes brauche ich auch nicht. Ich brauche keine elaborierten Storylines. Ja, ist schön, wenn wir die beim Bullet Club gerade bekommen, aber so ganz einfaches Wrestling macht mich auch schon glücklich, wenn es gut gemacht ist. Genau. Genau. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. In unserem Fall zum Freitag. Wenn ihr es hört, dann ist es das Wort zum Dienstag. Es sei denn, ihr hört es an einem anderen Tag, aber dann müsst ihr jetzt einfach mal die Tage einsetzen und einfach mal ein bisschen mitarbeiten, mich hier unterstützen. Ja, ihr seid ja schlau und könnt selber auf den Kalender gucken und schauen, was für ein Tag ist. Genau. Ja, dann wären wir jetzt bei der Werbung und Verabschiedungsrunde. Werbepart übernehme ich dann und dann könnt ihr euch schon mal verabschieden. Nicole.
Ja, schön mal wieder mitgehört zu haben. Anscheinend sollte ich ab und zu mal mitmachen. Kriege ich mehr mit, als wenn ich sie nicht höre, die Podcasts, weil die Zeit immer wieder fehlt. Und ja, vielleicht bis demnächst oder spätestens beim G1. Ja, da bist du spätestens wieder dabei, da habe ich nämlich auch schon wieder was im Hinterkopf. Passt da was rein bei dir, oder was? 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 Nix. Weitermachen, es gibt nichts zu sehen. Das war eben mal so ein bisschen Kayfabe und so. Alex, magst du es wieder kurz? Relativ, ich wünsche mal allen, auch wenn es erst nach WrestleMania ausgestrahlt wird, wünsche ich allen ein schönes WrestleMania-Wochenende. Es gibt viel zu gucken, alle Ligen veranstalten, viele Podcasts von uns kommen bis in den Mai rein. Und damit verabschiede ich mich. Goodbye, good night, bang, I'm out, peace. Gut, dann bedanke ich mich als allererstes bei euch beiden, gerade bei der Nicole, die ich jetzt schon ewig nicht mehr gesprochen habe. War schön, da mal wieder ein bisschen mit dir zu plaudern. Alex, wir beide, wir hören uns diesen Monat noch ein paar Mal öfters. Ja. Weil ja, und jetzt kommt der Werbepart, gerade eben auch etliche New Japan-Leute jetzt am WrestleMania-Wochenende bei den diversesten Shows aufschlagen. Bei RevPro natürlich unter anderem, was wir dann natürlich dann auch ein bisschen mit unter unsere Fittiche nehmen müssen. Also die unendliche Geschichte um den Bullet Club wird natürlich bei Ring of Honor, Supercard of Honor behandelt. Das werden wir natürlich besprechen. Da hört ihr dann den Alex und mich wieder. Zu RevPro, wenn hier Jeff Cobb und Minoru Suzuki aufeinandertreffen, da hört er garantiert aber sowas von mich wieder. Und den Alex lasse ich auch mitmachen. Und ja, ansonsten. Die Golden Lovers sind im Einsatz mit Flip Gordon im Schlepptau gegen irgendwelche Wrestler. Ich war jetzt ganz kurz entsetzt, dass du uns beide mit den Golden Lovers vergleichen wolltest. Das habe ich jetzt irgendwie befürchtet, aber du hast es gut gerettet. Dankeschön. Da wäre ich dann doch lieber irgendwie, weiß ich, sowas wie Hawk von der Legion of Doom oder so. was Ordentliches. Ja, ansonsten auch von meiner Seite, auch wenn es jetzt eben erst nach WrestleMania rauskommt, viel Spaß bei allen Wrestling-Shows, die ihr euch anguckt, die im Rahmen dieses Wochenendes stattfinden. Es wird für jeden Geschmack garantiert was dabei sein. Leute, die wir aus dem Euro-Wrestling kennen, werden aktiv sein. Ein Walter wird beim WWE Access auftreten. Das ist eine fantastische Nachricht an der Stelle. Mal gucken, ob es im Network irgendwie verfügbar sein wird. Eine Hall of Fame findet natürlich statt, die wir dann in der Time Machine verwurschteln werden. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Wie gesagt, wir werden schauen, dass wir möglichst viele Shows besprechen in unseren Roundtables. Wir werden euch damit Inhalt zuballern bis zum geht nicht mehr. Wenn ihr uns folgen wollt, auf den üblichen sozialen Medien könnt ihr das natürlich machen. Wenn ihr uns auf YouTube hört, dann hört ihr uns natürlich am meisten, am ehesten, sage ich mal, nämlich meistens schon kurz nach Mitternacht am Veröffentlichungstag. Auf allen anderen Kanälen immer ein bisschen später im Laufe des Tages. Ihr könnt auf allen möglichen Kanälen Bewertungen da lassen, Daumen nach oben, möglichst viele Sterne. Freut uns, tut uns gut, hilft uns auch tatsächlich weiter. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen und ansonsten habt euch einfach lieb während dieser wahrscheinlich besten Zeit im Jahr für den Wrestling-Fan, wo er zugeschissen wird mit dem, was ihm am meisten Spaß macht, nämlich Wrestling. Und damit beende ich den Podcast an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal, Wanker Wanker.